Und damit einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Freunde der Sonne. Willkommen beim Katzenhirsch. Mal gucken hier. Cam. Licht habe ich noch gar nicht. Check it. Geht schon. Yo, hello. Wir machen natürlich weiter mit Bibi. Sie ist auf dem. Im Endsport quasi. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es heute sogar zu Ende. Ich habe mich gerade hier mit ihr ganz unschuldig ans Feuer gesetzt und dann kam gleich Melina dazu und hat angefangen zu quatschen. Deswegen springen wir da gleich mal rein. Ich kann auch nochmal mit ihr sprechen, mal gucken, was sie noch zu sagen hat. Aber ihr wisst ja, irgendwann trennt sie sich von uns und macht ihr eigenes Ding. Ich bin auch noch gespannt, was mit Selen ist eigentlich. Also wahrscheinlich nichts, aber da werden wir auch nochmal ganz kurz vorbei reisen. Und eigentlich habe ich auch Lust, ich habe ja schon gesagt, mit Neldas habe ich ja das Halligbaumgebiet gefunden. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, als wenn man sich ein bisschen das Gehirn anstrengt und die Item sich gut durchliest. Ja, da gibt es auch noch ein richtig gutes, einen guten Zaubertalisman. Den sollten wir uns eigentlich auch noch holen. Okay, that's the plan for today. Also wie gesagt, vielleicht bis zum Ende durch. Wir schalten rüber live zu Bibi. Die sitzt da schon, wie gesagt, mit Melinche. Gucken, was sie noch zu sagen hat. I wish to journey with you once more to the flame of ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then ja, hast du schon gesagt. Heute auch mal wieder mit Kopfhörern. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal wieder besser, mich ein bisschen aufs Spiel zu konzentrieren und nicht nur die ganze Zeit Blödsinn zu quatschen. Das ist auch noch der Plan, der große Plan for today. Gut, 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 gut. Schön, schön, schön. Wir kommen auf jeden Fall weiter ins Riesengebiet. Ist dann ja so lost gewesen, ist gar nicht mehr gepeilt, wie das funktionieren tut, aber... aus Freude erstmal hier einen dicken Zauber losburnen. So, wo können wir jetzt hin? Können wir schon hier verbrennen? Nee, wir müssen jetzt... Wir hat uns ja einen Marker gesetzt, genau. How do we get there? Jetzt ist nämlich irgendwie die Tür auf, ne? Oder wir kommen hier irgendwie... Wie war das gewesen? Geht's jetzt schon wieder so los? Kein Problem. Ganz schön dunkel hier, ne? Dunkeln ist aber gut munkeln. Mit einem so Obermunkler. Man of the Munkel. So. Warte, da fahren wir. Da sind wir durch. Unten war nichts gewesen. Nee, hier ist eigentlich nichts. Okay. Wir müssen irgendwie. Ging hier nicht jetzt einfach eine Tür auf? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Irgendwo hat sich jetzt ein Weg, glaube ich, aufgetan. Nach Adam Feuerriese. Wie ich gestern schon mal lang gestratzt, aber ich glaube, wie gesagt, irgendwas hat sich doch jetzt hier getut. Irgendwas. Irgendwie und irgendwo und irgendwann. Oder müssen wir das, müssen wir am Fahrstuhl benutzen, ne? Können wir das einfach an dem anderen Fahrstuhl wieder benutzen? Dem hier, aber nee, das... Ja. Schwachfug, der ist schon hier irgendwo. Die Rolltrute. Hallo Freunde, können wir hier lang jetzt? Aber ich habe auch noch 120.000 Mark auf dem Konto, sehe ich gerade. Die sollten wir mal schleunigst
verscherbeln. So, schöne 60. Wir brauchen mehr Kondition. Oh, was? Ich kann nur einen ballern? Tragisch. Machen wir uns, glaube ich, nochmal eine Rune. Legen wir uns nochmal eine Rune auf den Zahn. Rooney. Edward Rooney. Ich glaube, das ist eine 50.000er. Das ist eine 25er. Ja. Passt. Wir haben mit gerne. Bam. Mehr Geist brauche ich natürlich auch, also mehr Mana-Energie. Ein bisschen mehr Leben wäre auch noch zu erstreben, glaube ich. Für die kommenden Aufgaben. So geht's jetzt hier um die Kurve. Ungewohnt wieder mit Kopfhörer, was man so alles hört. Ja, da unten war auch noch eine Gruft, aber die bringt uns auch nicht großartig weiter. Auf unserer Karriere-Fortschrittsleiter. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Wanna know. Auto come to the gold route. Müssen wir einfach nochmal hier ein bisschen kurz abchecken. Dann kommt, glaube ich, auch gleich der Feuerriese. Müssen wir uns noch ein bisschen durchs Schneegebiet durchstruggeln. Wo ich ja auch noch nicht, überhaupt noch gar nicht. Erstmal gucken wir jetzt auch hier, wie gesagt, nach dem Progress. Irgendwie habe ich das so im Hinterkopf, dass dann irgendwo einfach easy peasy eine Tür aufgegangen ist. Man dann voranschreiten konnte. Das ist the wrong Richtung. Was soll ich gerade sagen? Ja, das checken wir jetzt erstmal und dann kümmern wir uns mal, wenn wir das gefunden haben, hoffentlich bald. Den Zugang zu dem Fahrstuhl. Kümmern wir uns um Sellen. Sally Selenovic. Oben jetzt in den Baum ging es noch nicht rein, ne? Das ist ja wirklich ganz zum Schluss dann. Schon haben sie uns schon einen kleinen Hocker hingestellt. Das ist schön. Blocksberg bestimmt. We are all forsaken. Lacht ja wie Kojote. Lachen war es auch nicht mehr richtig. Claim the title of Elden Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Hier waren wir doch jetzt eigentlich auch schon, ne? Hier war doch die Tür auf, genau. Warten Sie, warten Sie, warten Sie.
Frohlockend gingen sie auf die Hauptstraße, bog rechts ab und sah, dass die Tür zu ist. Ah, falsche Seite, links. Und sah die Tür noch nicht. Das ist bestimmt irgendein dreckiges Drecks-Item. We don't need. Bin ja echt mal gespannt jetzt auf die nächsten Bosse, nachdem wir gestern wirklich den ersten Mal so richtig weggebrezelt haben mit unserem Zauberstrahl. Ob sich das noch bei anderen so durchsetzen lässt. Strategy. Ich glaube, der ist fast so hoch, den brauchen wir gar nicht. Aber hier kommt noch mit, die ganze Bande ist dann da oben eigentlich keine Gnade gewesen. Da habe ich doch gestern schon mal lang gestratzt. So nämlich. Hex. Und boah, schön aufgestellt. So hat Bibi das gerne. Oh, du kommst nochmal? Why? Da hat nun echt keiner nachgebeten. Ich wollte doch nur gucken, ob ich hier richtig bin jetzt. Ja, moin! Happy! Ja, alles cool, ne? Bibi ist ongoing. Lecker Tee am Start. Ein bisschen Zeit mitgebracht. Es sollte heute ein bisschen Progress geben. Wenn nichts überraschenderweise dazwischen kommt. Nachdem ich jetzt auch gecheckt habe, wie es hier weitergeht. Dass man da echt nochmal so am Struggeln ist, ne? Hattest du das auch mit Zorro? Dass du dann echt manchmal noch krass am Struggeln warst, am Überlegen warst, wo, wie jetzt weiter? Wenn man schnell durch will. Eile mit Weile, ne? Eile mit Weile. Ich hab noch gar nicht das VOD abgecheckt, noch keine Zeit gehabt für die anderen Graffiti. Irgendwann habe ich auch schon mal so ein Video, so ein City-Video gesehen, also über Wien und so. Da gibt es auf jeden Fall schon richtig coolen Scheiß. Aber ist auch schon länger her. So, gestern Morgoth quasi mit zwei Zaubern zweimal Komet angesetzt. Zum ersten Mal so richtig ein OP-mäßig, zaubermäßig weggebrezelt. Das war lustig. Aber mit dem Götterskalpen auch wieder ein bisschen Probleme gehabt. Bam bam. Hex hex. Haben wir Weisheit halt auch auf 60, da ist das schon angenehm, teilweise. So, Doppeldudes. Irgendwo hier müssen noch die Runes. Die Runen ruhen. Schönen auch in einer Reihe aufgestellt, dachte ich. Und da. Mein Mana-Management ist echt immer noch bei Kreisklassenniveau. Jedes Mal zauber ich mindestens einmal ins Leere und hey, was bin ich los? Kein Benzin mehr. Schlabotz. Okay. Das ging doch. Ja, das habe ich ein bisschen gesehen. Also gar nicht unbedingt das Ragen, aber viele Tries. Ja, auch viele knappe Tries.
Ja, dann kannst du mir jetzt auch auf jeden Fall helfen, falls das hier jetzt doch nicht der Weg ist, den Bibi einschlagen muss. Doch, alles gut. Okay. Ja, auch dumm, also dass ich das hier gestern nicht gecheckt habe. Und wie ist denn das mit Rykard? Muss man da quasi alle Aufträge machen, um den fighten zu können? Oder gibt es da auch einen anderen Weg? Do you know this? Does anybody know this? Schöner Holzboden, so einen hätte ich gerne in der Küche. Gibt auch einen anderen Weg, okay. Glitchy Weg oder quasi normal erspielbaren Weg? Ohne zu tricksen. Oder tricksen im grünen Bereich, sag ich mal. What were you reason? Ach genau, da war ja zu. Jetzt haben wir das Amulett, ist gleich offen. Wartet auch noch der goldene Writer? Ne, ist ein normaler Writer, ne? Normaler Schreiter. Schon wieder einmal ins Leere gezaubert. Ey, wenn es noch einmal passiert, nächstes Mal gebe ich mir selber eine Backpfeife. Irgendwie muss man ja lernen. Lernen durch Schmerz. Na gut. Teleporter, okay. Okay, okay. Ja, das werde ich vielleicht auch mal googeln, um das zu checken. Ich soll mal unbedingt wieder jetzt andere Zauberpumpen. Die sind alle noch für den einen Boss ausgelegt. Mir fehlen meine ganzen trickreichen Dinger. Ich habe gerade nur einfach Hau den Schaden raus, Baby, Zauber eingezaubert. Das Klirren. Wo sitzt da? Irgendeine Überraschung kommt hier doch noch. Wie zwei Baumwächter oder so, ne? Hier geblieben. Wow. Okay, okay. Witzig. Letztens ein ganz interessantes Lore-Video gesehen zu Ofnir. Der alte Trickser. Ist ja eigentlich der Obervillain in dem Spiel, ne? Der einem ja quasi alles machen lässt und dann kurz vor Ende halt einem alles abnehmen will. Und das ist ja auch so, der ist ja quasi. Er hat ja seine Augen und Ohren überall, der alte Sack. Er liegt ja schon im Intro, liegt er ja schon in so einem Sarg voller Ohren und Augen. Und es gibt noch ganz viele andere Symboliken, die damit zu tun haben. Und unter anderem ist auch die Theorie dieses Karabäus, die hier diese Geisterrollen und so, dass die alle in seinem Auftrag quasi arbeiten. Die haben nämlich auch alle so ein Augenzeichen auf seinem Rücken. Manche besondere, müsst ihr euch sonst nochmal ansehen, das jetzt alles aufzudröseln hier, wäre zu viel. Aber es ist ganz spannend, dass der quasi halt immer auch am Stalken ist und am Gucken ist, was man, wie man macht, welche Fähigkeiten man bekommt und nämlich auch, wie das hatte ich auch dir erzählt, das ist wohl ein bisschen anders auch. Je nachdem, welche Gegner man besiegt hat und bekämpft hat, dessen Fähigkeiten nutzt er auch dadurch, dass er halt überall ist und alles sieht und sich das dann so einheimst. Ganz spannend. Der hatte auch einen coolen Ansatz, eine coole Theorie, die auch nirgendwo irgendwie begründet ist, die einfach aus seiner Fantasie entspringt, aber die ich sehr cool finde und der ich auch sehr dolle beiwohne. Das ist der Künstler. Warum geht's jetzt runter? Ich will hoch. Das ist der Künstler, der hier diese Bilder gemalt hat, die verteilt sind, wo man dann auch mal die Orte finden kann und so weiter. Dass das auch der Künstler ist und der auch spricht im Intro. Der die Bilder gemalt hat aus dem Intro und darüber spricht. Finde ich einfach total passend.
ist für mich abgesegnet. Auch wenn es halt, wie gesagt, komplett ohne jegliche Beweise oder Ansätze irgendwie aus der Lore daraus zu schließen ist, aber ich finde es so cool. Ist gekauft. So, sind wir jetzt im Schneegebiet? Sind wir ein bisschen runtergefahren ins Schneegebiet? Okay. Ich dachte, wir müssen hoch. Okay, cool. Was hier auch ja ein großes Mysterium noch für mich ist, irgendwo war so ein Gebiet, wo riesen Monster-Skelette aus dem Boden gekommen sind. Die haben mich mit Nelders auch jedes Mal komplett gefickt und vom Pferd geboxt und mein Pferd tot gemacht. Damit war ich nicht zufrieden. Bin da nicht mehr hingeritten. Gegangen. Irgendwas. Gefahren. Deswegen habe ich angeknipst, ja, ne? Deswegen wollen wir da auch nochmal hingucken. Aber first things first. Ich habe ja gesagt, wir wollen nochmal bei Selin vorbeischauen. Ob sich irgendwas getan hat. Wahrscheinlich wäre auch noch ein anderer Schritt zu machen, aber das wird wahrscheinlich alles zu spät sein. Aber den Kometenzauber haben wir ja. Daher ausgenutzt haben wir alles. Geholfen. Leider nein. Das ist eigentlich nicht Bibi. Wissen wir. Kennen wir anders aus ihren unzähligen Abenteuern. Aber es ging nicht anders, ne? It is what it is. So, zacki zack. Könnten auch noch mal uns ein Echo klonen, ne, von Renala und uns das Mondlicht, wo ich das eigentlich auch nicht mehr brauche. Eigentlich egal. Aber das will ich auch noch mal spielen, dieses Mondlicht-Katana. Ist natürlich eigentlich perfekt für ein Magic-Build. Habe ich irgendwie vertan, mir das zu holen, weil ich mir als erstes den Zauber geholt habe und dann dachte ich, ja gleich, ja, Echo-Klon und dann das Schwert. Aber vergessen, ne? Muss ich echt einfach wieder oldschool-mäßig Dinge hier auch aufschreiben. Geht nicht anders. Oh, wo ist sie? Ich bin gerade hier auf dem Holzweg. Bist du jetzt mit Zorro durch, am Feuerriesen vorbei? Happy Schmappy. Was habe ich mir denn gedacht bei dem Fight? Warum macht Happy sich keine Feuerverzauberung oder so drauf? Aber weil das wahrscheinlich auch ein bisschen out of character wäre, ne? Oder irgendwie noch so ein Buff. Dann hättest du den ja ein, zweimal auf jeden Fall schon gelegt. Der Rage Crit hat dann muss ich mir das ja auch nochmal. Gibt's das noch anzugucken? Ja, ne? Nicht schön, ne? Ich weiß, es ist immer ein bisschen blöd und so, aber es macht dann doch immer auch Spaß anzugucken. So unzählige Boss-Tries. Da kann ich mich manchmal rein verlieben. Vor allem bei so sympathischen, netten, lustigen Dudes wie beim Happy. Was mache ich hier? Was mache ich? Ich habe schon Kopfhörer auf, damit ich mehr im Spiel bin, aber jetzt reite ich trotzdem schon wieder hier drum wie Dummarsch. Aus Dummarschhausen. Selin, ich komme. Alles wird gut. Bibi ist on the way. Mach dir keine Sorgen mehr. Was ist mit ihr? Sie erkältet. Hat sie irgendwie einen Turnschuh im Mund? Oh Mann, ey, das ist manchmal schon echt, ne? Ein bisschen grenzdebil dann, dass man sich echt selber so am Leiden ist und die anderen haben dann so eine Freude daran. Aber
Das ist schon, soll so sein, ne? Irgendwie. Schadenfreude kommt nicht von irgendwoher wahrscheinlich. Wo ich eigentlich auch gar nicht so, überhaupt nicht der Schadenfreude-Typ bin. Bei gewissen Dingen vielleicht schon, aber nicht bei bekannten Kumpels, mir angenehmen Leuten. Zum gewissen Grad natürlich schon, gerade auch bei guten Buddies. Aber... ja. Habe ich doch auch gerade beschlossen, dass ich das nicht brauche. Also. Let's go back. On the track. So, Bibi haben wir auch schon ein bisschen winterfest eingekleidet. Ich hoffe, sie friert nicht. Holt sich einen Schnuppen weg. Das wäre nicht gut. Wirkt sich nämlich negativ auf die Hexenkünste aus. Ja, sieht warm genug aus, oder? Lieber Kapuze. Ich glaube, es geht. Das eigentlich so ein bisschen die Nordlichter vom Zwischenland darstellen. Sind das noch Reste alter Gnadenleitungen quasi? Man weiß es nicht. Oh, ihr nervt. Ich glaube, mit euch setze ich mich gar nicht, obwohl ich eigentlich auch ein bisschen ballern müsste, ein bisschen Seelen ballern müsste. Weil außer Weisheit ist da nicht viel bei Bibi. Wir könnten auch ein bisschen Defense-Power noch gebrauchen. Glaube ich, wäre nicht so schlecht, ne? Feuer-Riese, der wird uns auch ordentlich zusetzen. Aber ich glaube, Zorro, der hatte noch ein bisschen weniger Kraft als Bibi. Ist eigentlich nicht, ne? Happy, du musst das anpassen. Das ist im KH... CU. Sonst gibt das sonst Ungleichgewichte. Jetzt mal hier den Reinhold Messner machen. Auch ein riesiger Kopf hier, oder was? Wow, fett. Sind das die alten Mega-Urriesen aus dem Schmelztiegel-Zeiten? Die sind ja nochmal eine Ecke größer als der Feuerriese, glaube ich. Würde ich hier lieber mal absteigen. Ich glaube, wir sind auch nicht so gut auf Magie zu sprechen. Jawohl, schön. Freunde, ich habe euch was Glitzerndes mitgebracht. Das mögt ihr doch so gerne. Mach ich lieber mit Amadeus hier. Schmelztiegel-Ritter gestern, das Duo, ging auch relativ gut. Ja, der eine mit Schild war ein bisschen das Problem, aber da haben die Parries von Bibi ganz gut hingehauen. Das ging dann auch ganz gut. Weiß ich nicht, dritter oder vierter oder fünfter Try. Was sind das eigentlich für Viecher? Das habe ich für mich noch
Die habe ich für mich noch nicht irgendwie kategorisieren können. Sind das irgendwie ein menschliches Ding hier? Humanoid oder auch irgendwelche Puppen? Nee, ne? Verschwindet ihr? Bleibt mal einer bitte mit dem Gesicht nach oben liegen. Nicht so hin. So, glaube ich. Unter den Helm gucken. Happy hast du Love, Death and Robots gesehen, die neue Staffel. Netflix. Paar Dinger echt empfehlenswert, also eine auf jeden Fall. Das ist so krass. Das ist... Schadenfreude habe ich nur bei Menschen, die es verdient haben. Ja, allgemein habe ich eher Freude daran zu sehen, wie jemand nachzieht. Endlich. Das natürlich, ja, das ist ja das Highlight dann am Ende, ja. Das gehört bei mir auch dazu. Das ist schon, ich freue mich nicht nur an den, an dieser Fruststrecke. Das ist es nicht. Genau auch an dem Lernprozess und wie es besser wird und was es für Lösungen gibt und Ansätze und. Moin! Moin Nancy! Ist so eine Serie, so eine, immer so eine Sammlung von Kurzfilmen von David Fincher produziert auch. Halt alles so animiert, teilweise normal realistischer Style, manchmal so ein bisschen abgefahren, manchmal auch Manga-Style. Ab 18 mit Sex und Gewalt vollgestopft. Also die letzte Staffel auch eher mit Gewalt. Aber auch teils krassen Geschichten. Manchmal ist es aber auch nur eine visuelle, keine Ahnung, zur Schaustellung, was irgendwie gerade so geht. Oder ist manchmal nicht so viel dahinter, aber manchmal auch richtig cool. Sind immer so 15 bis 18 Minuten Folgen ungefähr, unterschiedlich. Von verschiedenen Regisseuren, auch von Tim Miller, der Deadpool gemacht hat und so. Und lustige Leute dabei. Und wie gesagt, so ein paar Highlights dabei. Gibt es jetzt, glaube ich, schon 3 Staffeln. Jetzt gerade die 3. erschienen. Und da ist ein Ding dabei. Das ist wirklich, das ist, ey, lässt einen gar nicht so richtig los. Das ist visuell so beeindruckend, aber auch irgendwie so von der Umsetzung allem. Das ist, hat sich echt ins Gehirn gebrannt. Bei meiner Freundin auch. Die ist heute Morgen aufgewacht, meint, ich muss die ganze Zeit an den Scheiß denken. Also schon eine kleine Empfehlung. Ich weiß ja nicht, ob du auf sowas Bock hast, aber wenn, dann schau dir das mal an. Wie gesagt, ist auch relativ, kann man im kleinen Häppchen genießen und ist aber, wie gesagt, manchmal auch sehr krass derbe. Nancy, moin, gerade aufgestanden oder was? Schon Kanne Kaffee auf den Zahn gelegt? Stimmt. Grill schon vorgewärmt wahrscheinlich. Leute, was hat der Sturm gemacht bei euch gestern? Bei uns war alles relativ easy, glaube ich. Aber Tornados, ne, in Nordrhein-Westfalen, war krass. Geht's schon relativ straightforward, aber... Nicht, dass ich hier noch ein paar geile Zauber-Items übersehe. Schnatz. Ratz. Ratz. Sehr nebulös hier alles. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch... Also im hinteren Gebiet, dann löst sich der Nebel ja auf. Ich weiß gar nicht, ob das auch komplett wetterabhängig ist oder ob hier immer Nebel ist. Ob hier der Krogmann irgendwo sitzt mit seiner Nebelmaschine. Aufgestanden, bin um 7 aufgestanden und war schon einkaufen, hab Mittag gegessen.
heute noch recht windig. Ja, das stimmt. Aber dann geht der Grill gut an. Auch gut. Ja, ist auch ein bisschen so, ne? Ne, eigentlich Cindy und Sandy ist für mich noch mehr, aber... Wow! Und auf der männlichen Seite Ronny. Der Ronny. Aber ich darf da gar nicht große Töne spucken mit meinem möchte gern französischen Namen. Happy, habe ich deinen richtigen Namen eigentlich schon mal gehört? Richtig, glaube ich mal, 5 Versuche flüstere ich dir mal zu. Finde ich das raus. Eigentlich bist du ein T für mich. Also fängt mit T an. Chantal, stimmt. Chantalle. Nancy is in America. Hey, Nancy, okay. Okay, sorry, Nancy. Ja, absolut no front. Alles cool, ich mag das. Oh! Dann war hier. Überraschung, Überraschung. Ein Vertreter der schwarzen Klinge. Der schwarzen Rasierklinge. Der wird nämlich rasiert. Soll ich noch mit Pferd probieren? Lieber nicht, wa? Lieber nicht. Ich meine, eigentlich actually nicht schlecht hier, so schön beweglich zu sein. Oh, batz das rein, aber das war auch ein Headshot. Der war aber nicht mal aufgeladen. Aber ein Headshot. Nein, vorbei! Bibi, Amadeus. Und schon. Und wieder. Mana managing 6 minus. Ist eigentlich eine 6 minus? Hat schon mal jemals jemand eine 6 minus gehabt? Muss ja auch geil sein, oder? Also allein wäre ich früher schlau gewesen, hätte ich mir bestimmt mal eine 6 minus geholt, allein weil es so gut ist. Aber so schlau war ich früher nicht. Oh, what? Ist bestimmt irgendwo begrenzt. Oh, der Wirbel Schmörbler. Nee. Komm, komm. Für dich haben wir hier keine Zeit. Wir sind hier wegen der großen Brocken. Und... Ja, hat er keinen Bock mehr, verstehe ich. Gut, die Bibi. Bibi ist back. Sie hat keinen Dreck am Stecken. Sie ist am Checken, wo sie wohnt. Gargoyle, das sind, glaube ich, auch Heiligwaffen. Na, was ist eigentlich mit den Gargoyles? Habe ich mir die schon mal genauer angeguckt? Ja, ne, habe ich schon, aber ich will noch mal kurz gucken. Die dienen alle der schwarzen Klinge Malekith. Okay, go for it. Kein Tee, okay. Denke beim Namen Nancy trotzdem an kurze rote Haare und ein Nasenpiercing. Bei Nancy denke ich eher an dunkle Haare, aber Nasenpiercing könnte gut sein. Oh Gott, hab lange schwarze Haare und gar kein Piercing. Okay, doch nicht. Waren wir beide falsch.
Dann bist du keine echte Ostdüse, ja. 6 minus in Ostdüse sein. Was auch immer du da genau drunter verstehst, will ich es vielleicht sogar gar nicht. Meine Naturhaarfarbe ist Straßenköterblond. Echt? Straßenköterblond? Eigentlich meine bevorzugte Haarfarbe bei Menschen. Kein Tee. Ich dachte an Tobi. Tobias. Lass mich mal kurz überlegen. Es gibt so Tendenzen in meinem Gehirn, die mir sagen, es ist irgendwie ein bisschen was Extravagantes. Sowas wie, es ist natürlich kein Tee, deswegen zählt das jetzt nicht, Thaddäus als, oder okay. Ich war mir mit Tobi fast schon ziemlich sicher, muss ich sagen. Jetzt bin ich ein bisschen verzweifelt. Simon ist es auch nicht. Ich gebe dir schon ein paar Tipps im Chat. Kein P. F auch nicht. Wie sieht's mit dem V aus? Vorneweg. Ah, ich weiß es. Ist doch ganz klar. Philipp. Hey Philipp, wie geht's? Alles cool, Phil. Billy Filsen. Wenn das nicht richtig ist, habe ich noch zwei. Sonst muss ich es auf irgendeine andere Art und Weise herausfinden. Ah, ich meine sogar, dass ich es doch schon mal irgendwie im Zuge deiner coolen Buchveröffentlichung irgendwie schon mal aufgeschnappt habe. Nee, das hätte ich mir gemerkt. Das hätte ich mir gemerken getut. So, einmal Stinkefinger hinzeigen. Ben könnte auch sein. Was kurzes, cooles, knackiges, so Ben, Max, nee, Max, aber auf keinen Fall. Ben. Burning of the Erd Tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind. Also wir schließen mal Leon und Kevin aus. Ach stimmt, kein P, scheiße. Ah. Ich wäre aber Glücksrad, wäre ich. Wäre ich ziemlich schlecht gewesen anscheinend. Ich gehe über die Feelings, ich muss das fühlen. Dann haben Buchstaben keinen Stellenwert. Und hier kann man dann irgendwann auch das geheime, ne, Medaillon heben und dann kommt man nämlich in das geheime Schneegebiet. Und da kommt man zu so einem Schloss, wo man drei Lichter anschalten muss im Siegelgefängnis. Weltmodus-Style. Und dann kommt man ins Heiligbaumgebiet. Das ist das geilste Gebiet, was es überhaupt gibt. Am verstecktesten. Das ist wieder so Miyazaki-Style. Das allergeilste, coolste Gebiet. Also von der Inszenierung und vom Style und von der Schönheit. Packt er wirklich so als allerverstecktestes irgendwo hinten hin. Ja, mit V dachte ich, Philipp. Weißt du, gibt's ja auch ganz oft.
kenne eher Philipp, den ich kenne, wird eigentlich mit V geschrieben. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen überlegen, das ist ja in Österreich, ist ja in Wien. Da sind ja andere Normen. Ich sag mal, oh Gott, ich kann den Akzent überhaupt nicht mehr. Früher konnte ich es mal ein bisschen, als ich öfter snowboarden war. Öfter, ein paar Mal. Oh, konnte ich's. Oh Gott! Happy, du musst mir einen Kurs geben. Oh, Nancy hat ein E gekauft, oder? Dann bin ich jetzt aber auch dran. Wenn man was kauft, ist der nächste dran. Zum Beispiel der Emil. Das ist österreichischer Name, der könnte passen, würde ich sagen. Das wäre sehr passend und auch witzig. Ich fände es gut. Das ist der Emil. Das ist der Emil, ich sag's dir. Du denkst doch nicht, das ist der Erik. Erik könnte sein, das ist das Kurzknackige. Aber nein, er sagt nein. Elias! Auf jeden Fall Elias. Alles, ich setze alles, mein ganzes erspieltes Geld jetzt bei Glücksrad auf Elias. Sonst fallen mir auch gerade gar nicht mehr so viele Namen mit E ein. Eferim. Eseus. Auch kein Elias, echt nicht. Elon. Du bist es, Elon. Nancy, ey, sag was. Was gibt's denn noch für Namen mit E? Du bist dran. Ich liefer dir immer nur die Sachen, die nicht gehen. Alter, apropos Quizshow und oder Spiel und so. Ist dann auch bei Rocket Beans gesehen. Die haben das geilste Spiel der Welt gespielt aus den 90er Jahren. So ein Telefonspiel, wo es so um Dates ging und so. Ey, es war köstlich. Und dieses Spiel ist so köstlich. Wir haben das auch mal irgendwie gespielt früher, ich weiß es nicht. So ein bekloppt geiles Ding. Gibt es bestimmt welche, Happy. Gibt es bestimmt welche. Es gibt ja auch... Wie hat Verona Rota ihre ganzen Kinder genannt? San Francisco. Hotsatz Ulfen. Und weiß ich nicht, alles so dumme Städtenamen. Es gibt doch die dümmsten Namen. Was gibt's denn noch mit... Ey, Mann, kann doch nicht sein. Dass da gerade so wenig vorhanden ist in meinem Ehennamensgedächtnis. Nancy, hau raus. Ich will wieder dran sein. Ich kaufe, glaube ich, auch nochmal einen Buchstaben. Edwin, nein. Oh, nein, nein. Ah ja, Eduard. Eduard würde auch gehen. Erhard, nein. Eduard würde auch gehen. Ein Eddie wäre natürlich auch. Auf jeden Fall, aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube, es ist wirklich mein erster Gedanke. Es ist irgendwie ein bisschen was Ausgefalleneres. Oder wahrscheinlich was komplett Offensichtliches, wo wir nicht drauf kommen. Würstelstand Alkoholikernamen. Eduard. Mir noch erwischt still. Finally, we meet the tarnished. Okay, ich bin dran. Ich würde gerne mal wissen, ob ich mit dieser Annahme so in etwa im grünen Bereich liege, dass der Name nicht so mega alltäglich ist. For he is dead, as for his flesh.
He gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. Ich hab nicht zugehört. Tut mir leid, kleiner, schöner Hutmann. Only so that you may be. What a horrible thing to your ascendancy requires her sacrifice. But how would the... Da wir echt der ganzen Sache hier auf die Schliche gekommen sind und gemerkt haben, dass die goldene Ordnung nichts weiter als ein Haufen diktatorischer oberirdischer Entitäten ist, werden wir uns natürlich jedes Mal dagegen stellen. So, hier, was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas Schönes für uns? Müssen wir uns hier aufhalten? Happy weiß jetzt vielleicht aus dem Kopf, was es hier finden gibt. Im Keller wahrscheinlich, oder ob hier was Schönes gibt. Besonders Schönes. Nur einen anderen mit dem Namen kennengelernt. Glaube aber nicht, dass er unbekannt ist. Wird nur seltener vergeben. Okay. Gut. Oh, wie spannend, ey. It's kind of spannend. Es klingelt immer noch nicht bei mir. Der besondere Name will nicht erscheinen vor meinem geistigen Auge. Ezeus. Enteron. Eberhard. Eberhard ist es auch auf keinen Fall. Sagen wir es mit Ei? Nee. Eike. 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 Ist das österreichisches Eike? Ich kenne auch einen Eike. Der war auch cool. Deswegen könnte das sein. Auch mal, was man so für Assoziationen einfach mit den Namen hat, ne? Wen man bisher so kennengelernt hat. Ich glaube, demnach schustert man sich so seine Bilder dazu zusammen. Aber schon manchmal passt es auch schon wirklich. Ey, manchmal ist so ein Paul halt wirklich ein Paul. Und so ein Manfred auch manchmal wirklich ein Manfred. Den Namen Eike habe ich noch nie gehört, okay. Ellard, den habe ich noch nie gehört als Name. Elord. Elord. Nancy, hast du denn irgendwie auch American Roots, American Wurzelings? Oder irgendwas? Mal gelebt da? Oder den Nancism da verbreitet? Ey, jetzt wird's aber langsam peinlich. Warum kommen wir denn nicht hier auf den Namen? Freunde der Sonne. Jetzt mal Butter bei die Fische hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte nur wir sind bei 5 bis 6. Kann man auch mit CK schreiben. Irgendwas mit Eckhart. 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 Die Russen sind da. Oh, Frau Röhri. Nee, Frau, wie heißt sie denn? Sie sehen heute so gut aus. Auch Herr Röhrig. Bringt mir noch einen Snaps. Nee, also Eckhart auch nicht. Eckhart. Eckhart ist das österreichisch. Und hat auch ein bisschen mehr als 5 bis 6 Buchstaben. Boah, ey, das war das jetzt schon so eingegrenzt haben mit 5 oder 6 Buchstaben. Und dann noch den Anfangsbuchstaben haben und hier immer noch am Struggeln sind. Das ist echt ein bisschen hell mit der Schrift auf dem Untergrund, ne? Leute, könnt ihr das lesen, den Chat? Oder ist das scheiße? Ich kann es nicht lesen bei mir, auf meinem kleinen Bildschirm.
also auf dem Screen. Deutsch oder Englisch? Achso, das habe ich gar nicht gelesen. Okay, es ist jetzt, haben wir sogar den Ursprung. Dänisch oder schwedischer? Ekström. Unlesbar, ne? Scheiße, okay, dann muss ich mal was anderes machen. There we have to do something other. Wie mache ich das denn? Da überlege ich mir wann anders. Gehen wir erstmal hier wieder rüber. Denn viel schlauer sind wir immer, also doch schlauer schon von den Eingrenzungen her, aber leider nicht von den Ansätzen. Alter, das gibt's doch nicht. Wir suchen einen skandinavisch stammenden Namen. Mit E am Anfang, 5 bis 6 Buchstaben. Wahrscheinlich männlicher Zuschrift. Einer ist gut. Einer. Ja, es ist einer. Bist du der eine? Der einer? Obwohl, nee, das ist auch, oder? Okay. Erik hattest du gehört, ne? Erik war es nicht. Erik. Erik könnte ich mir vorstellen. Erik, komm. Ist deine Butterstuhle auf? Komm mit der Creme. Erik, komm, die Creme. Muss noch verteilen. Das ist ja wohl nicht wahr, oder? Ist ja wohl nicht wahr. Ich gehe jetzt mal ganz schnell für kleine Hirsche. Und dann komme ich mit der Mega-Idee wieder. Ich sag's euch. Okay, bis gleich. Ich habe natürlich geschummelt und kurz meine Freundin angequatscht, aber in dem Moment bin ich auch selber drauf gekommen. Erik ist so close as fuck, aber ich heiße nicht Erik. Also, ne, wenn es jetzt das ist, was ich sage, dann war ich wirklich schon so klar. Dann war ich wirklich gefühlsmäßig schon sehr nah dran mit bei den ersten 5 Versuchen. Müssen wir so festhalten. Können wir, denke ich, offiziell so einordnen, abhaken. Es ist dann natürlich Erich. Der Erich. Erich. Erich, komm.
Ich kriege immer. Hi Erich. I'm Fabian. Fababian. Fabian Marc. Ich dachte eben erst noch kurz Eloy oder Eloy. Irgendwie sowas. Der Eloy. Aber es ist Erich. We got you. Und dann war ich wirklich mit Erik wirklich, also jetzt wirklich mal, jetzt mal so mal ganz in ehrlich, war ich schon, glaube ich, bei den ersten 5 Mutmaßungen dabei. Okay, ja. Das ist natürlich auch wahr. Knapp daneben ist auch vorbei. Wahrscheinlich sagt man auch Erich, ne? Oder? Erich? In Österreichland? Wo bimmelt's hier? Noch? Ah, da am Baum hängt er. Der Alte. Ah. Ich dachte wohl, wir sehen ihn hier, ne? Er ist schon wieder super Mana. Trank. Mana-Schmand. Was denn jetzt verkehrt? Bleib hier! Bleib hier! Danke. Dunkelschmiedestein 7. Ruinen von Zamor. Was geht hier vor? Da stehe ich nun, ich Tor. Aber die versprochenen 5 Versuche hat Herr Hirsch aber mal absolut nicht. Aber nah dran halt. Ne? Ich habe ja von der Gefühlsebene geredet. Und da war ich natürlich schon genau drauf mit Erik. Nein, wir haben keinen Sprachfehler. Die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Erich. Kein Erich. Kein Erich. 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 Aber das... Ja, Erich wahrscheinlich. Erich. Erich. Das war perfekt österreichisch wahrscheinlich gerade. Happy, kannst du das mal mit einer 10 von 10 bestätigen? Erich. Hey, Erich. Oh. Fuck die Scheiße. 2 sind nicht gut. Oh. Ja, ich bin nicht gut zu vögeln. Tut mir leid. Mac, Mac. Große Raterunde. Nancy, komm, wir 10 € teilen wir uns, jeder 5. Ich bin dabei. Wenn wir 2 Joker-Fragen stellen dürfen, ne, eine Joker-Frage, die es quasi so eingrenzen kann mit Herkunft oder irgendwas. Das müssten wir noch als Zusatz haben, sonst wird es wahrscheinlich auch, wenn du schon sagst, dass das nicht einfach wird. Auch bei Nancy Holmes und Sherlock Hirsch. Dann brauchen wir bestimmt so eine Eingrenzungsfrage. So, wilder... Können wir jetzt mal Richtung Norden reiten, Amadeus? Wäre das irgendwie möglich?
Ja, beim Schlachter eine Scheibe Fleisch mitgenommen. So, hier ist ein Berg. Gnade, da geht's nicht lang. Nehmen wir diesen Pfad. Boah, du den Anfangsbuchstaben willst du uns sogar geben? Ey, dann brauchen wir auch keine Eingrenzungsfrage. Also nehmen wir natürlich. Aber sei dir nicht zu sicher, Erich. Ich weiß ihn eigentlich jetzt schon. Überlege, ob ich einen Wetteinsatz noch ein bisschen in die Höhe schieße. Nein, alles gut. Oh, Nancy, was wollen wir? Anfangsbuchstabe oder die Anzahl? Eigentlich den Anfangsbuchstaben, oder? Würde ich safe sagen. Bringt uns mehr. Bringt uns weiter. Ja, oft so Zweitnamen sind ja oft so sehr oft an die Familie angelehnt, an Großeltern. Und das sind dann ja oft ein bisschen altertümliche Namen, sage ich mal. Das wird auch bei dir der Fall sein. Da deiner Familie das auch wichtig war, dir was von deinem Opa mit auf den Weg zu geben. Und dein Opa hieß natürlich Wolfgang. Erster Versuch weg. Erich Wolfgang. Mr. Erich Wolfgang. Okay, dann bitte den... Wenn nicht, bitte den Anfangsbuchstaben. Ach hier, auch da oben gab es doch was Nettes, oder? Meine mich zu besinnen, dass es da irgendwas von Wert gab. Von großem Wert. Von gar unbeschreiblichem Wert. Vielleicht war es aber auch nur ein Elektroherd. Oder eine Waschmaschine. 99 Gummipunkte für den Hirsch. Gar nicht. Ein roter Lebensball. Doch, den könnte ich vielleicht sogar mitnehmen, ne? Nee, ihr bleibt schön stehen da. Oh nein, er fällt dumm runter. Aber ist tot gegangen, gut. Ich hab, ach, warum habe ich denn 95.000 Seelen? Wo habe ich denn die schon wieder her? So gierig, da oben noch das Ding mitnehmen. Und jetzt wahrscheinlich einen Feuerzauber in den Arsch geblasen kriegen. Ja, gut. Das ist so episch hier, als hätte ich mir eigentlich nochmal, kommt der hinterher. Das unterstreicht natürlich auch meine Theorie wieder, diese Brücke hier. Dass hier die ganze Landschaft nicht natürlich entstanden ist, sondern dass die Goldene Ordnung oder die Götter da auch irgendwie groß eingegriffen haben in die Landschaftsstrukturen und hier Berge hochgezogen haben oder sich das gemacht haben, wie sie es wollten. Ja, jetzt haben wir gewettet. Jetzt sind wir... Wettschulden sind Ehrenschulden, Nancy. Wir sind im Vertrag drin. Du hast mit deiner Ehre unterschrieben. Kannst danach weiterraten, dann steht die Wette. Genau, so machen wir es. Na komm, sonst nehme ich es auf die Mütze. What? Oh, shit. Nicht aufgepasst. Ja, Pfeilemann, könnt ihr vielleicht mal woanders hinschießen? Ich hab noch was zu tun. Hier trifft er mich doch auch, oder nicht? Hier aber nicht.
Hahaha. Hallo, Herr Riesenmann. Ja, ein bisschen groß der Pfeil, wa? Kannst dir nicht auf die Füße schießen damit. Schnapp! Und... Happy, wir haben jetzt schon das ist schon beidseitig jetzt hier. Also Wolfgang ist es anscheinend nicht, ne? Sonst hättest du schon was gesagt. Dann bitte den Anfangsbuchstaben. 19 Versuche to go. Aber Nancy darauf, dass er nichts gesagt hat, so von wegen Name und aus der Familie und altertümlich. Hat das damit was bestätigt? Also haben wir das für uns schon mal eingegrenzt. K. Okay, gleich zweiter Tipp: Konrad. Konrad. Nennt sie nächsten, darfst du. Konrad. Es ist der. Obwohl, das ist. Spreche ich gegen meine eigene Theorie. Die sollten wir erstmal ausschöpfen. Wenn da nichts mehr geht, dann gehen wir in den Fantasienamenbereich. In den Künstlernamenbereich. Gib mir deinen Scheiß, ich geb dir keinen. Ich will deinen Scheiß. Du kriegst aber nichts von meinem. Schmiedestein. 18 Versuche, ja. Gut, sonst hätte ich auch richtig cool gefunden, auch irgendwie passend. Out of Wertung. Das ist kein, ne? Nehme ich jetzt erstmal nicht als Vorschlag, aber Kasimir. Kasimir finde ich auch einen richtig geilen Namen. Zwar mehr für eine Katze, aber auch für einen Menschen. Ich glaube, es ist auch eher so österreichisch-schweizerisch, ne? Kasimir. Kasimir. Also, was gibt es denn so für Namen, die... sag ich mal, bis 1950 maximal vergeben worden. Karl. Also zählt nicht. Kurz Brainstorming mit Nancy. Kasimir hieß damals mein Plüschwurm. Ja, stimmt, Kasimir gibt's auch Geist, ja. Ja, irgendwie sowas, ja. Das stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Konstantin. Konstantin, aber auch, ist auch, glaube ich, nicht so selten in Österreich und in der Schweiz. In Deutschland ja schon sehr selten. Glaube ich, auch noch nicht so alt. Oder? Es gibt Konstantin Wecker und der war auch schon, Konstantin, Tipp 3. Okay. Der ist halt vorher noch nicht, war jetzt erst offiziell. Vorher war es eher so Brainstorming mit mir und Nancy und Bibi. Bibi, sag doch auch mal was. Kann doch nicht so schwer sein. Mach mal passende Geste zu dem Namen. Okay. K.
Konrad auch nicht, da würden wir drauf kommen. Also wenn Happy schon sagt, wir kommen da auf keinen Fall drauf, muss es ja auch irgendwie wirklich... Oh Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, ich bin 10 Euro los. Aber die Hoffnung ist noch nicht verstorben. Freundin Joker ist erlaubt, ne? Was habe ich gerade gefragt genau? Was habe ich ihn gefragt gerade? Ja, beantworte die Frage, die ich nicht mehr weiß, die ich gestellt habe. Aber dann weiß ich bestimmt auch wieder die Frage. Ach so, die du gefragt hast. It is I, Natella. We're almost there. Castle Sol lies just off to the north. Es kam letztes Mal nicht, oder? Bei... Weil ich die Medaille nicht hatte, die erste von ihr. Okay, so kriegt man natürlich da schon fetten Hinweis drauf. Wird nochmal so reminded. Okay, cool, cool, cool. Das machen wir vielleicht auch. Wirklich, um uns dann noch dieses Magie-Teil zu holen. Schloss Sol. Und den Kommandanten Neil habe ich eigentlich auch nochmal Bock drauf. Wie waren das jetzt hier alles nochmal? Da hinten war noch eine geile Höhle. Eine geile Höhle. Alte geile Höhle, du. Carsten, oh. Nancy, das hättest du vorher mit mir absegnen müssen. Okay. Es gibt doch noch für ganz seltene Namen, alte Namen mit K. Ich bin immer bei Karl die ganze Zeit, ey. Die ganze Zeit wie in einer Dauerschleife geht durch mein Gehirn Karl, 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 Karl. Ich muss immer die Lücken finden, um da irgendwie mal einen anderen Namen reinzukriegen. Kratos wahrscheinlich auch eher nicht. Kommen Sie mal hierher, bitte. Oh, Clemens. Clemens finde ich nicht schlecht. Nancy, hast du eigentlich auf deinen Hintergrund geantwortet? Auf die Wurzeln oder auf deine Amerikaneritis? Gar nicht mitgekriegt. Würde auch ein Stück weit zu dir passen. Noch schön rote Farbe ins Gesicht und passt. Aber wir sind ja auf der investigativen Suche nach deinem wahren Zweitnamen. Und der kann natürlich nur sein... Ich sage, der zweite Buchstabe nach dem K ist ein E. Kelvin. Okay, gucke ich gleich nochmal. Hab ich wieder nicht gecheckt. Oh, 14. 12 und meiner noch 11. Kelvin? 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 Aber ist wahrscheinlich auch zu neu, ne?
Kaiser? Gab es Kaiser als Namen irgendwie? Nee, ich glaube nicht, ne? Oh, ich komme aber auch durch. Weibliche Namen fallen mir noch einige alte ein. Kriemhild und. Und, Katharina. Habe ich nicht gesehen, The Mentalist, leider. Knut. It's Knut. Kurt ist es nicht, es ist Knut. Knut, 10. Versuch. Oh, schicker Dress für Bibi. Cool. Cool. Hm? Wissen wir nicht, wie viele Buchstaben. Aber auch nicht. Knut. Nee, Carsten, auf keinen Fall. Es ist auch sehr außergewöhnlich oder selten. Also, der Erich ist davon überzeugt, dass wir nicht drauf kommen. Er hat gesagt 7. Okay, habe ich schon wieder nicht gecheckt. Vielleicht sollte ich mir hier mal so ein Banner einmachen. Wartet, 7 Buchstaben. Ich muss kurz abgehen. U-M-I-B-E-R-T. Nein, 8. Scheiße. Nochmal, warte. U-M-I-B-E-R-T. Scheiße. Ich dachte Kunibert. Das ist ein geiler Name, auch Kunibert. Carlos, nee. Christian. Christian, 7 Buchstaben. Koloss. Boah, fuck, Alter, schwierig. Hä? Sind das 7 Buchstaben? Nee. Es ist der Kamran. Kamran. Komm ran, Kamran. Ah, fuck. 10 noch. Jetzt wird's ernst, jetzt wird's knifflig. Würdest du denn denken, dass wir den Namen schon mal gehört haben an sich? Also, bist du dir sicher, dass wir den kennen? Oder ist das so ein Name, den man vielleicht gilt als, ne, Versuch, die Frage. Is someone there? A customer? Well, how long has it been? Das sind denn Verjüngende? Könnte eigentlich auch eine schöne Bibi-Rüstung haben, aber ich glaube, die haben wir schon, oder?
sein. Jetzt, ne? Du bist dir sicher, dass wir ihn noch nie gehört haben? Okay. Das macht es natürlich noch challengiger, aber auch noch spannender. Ah, das war dumm, ne? Das war dumm. Was mache ich? Ach, ich bin dumm. Koloman. Karel? Ich glaube, das gibt es auch als Vornamen. Wie Rudi Karel, nur mit K geschrieben. Auch habe ich schon mal irgendwie... Okay, jetzt müssen wir in die abstruse Sparte entweichen. Jetzt geht alles, Nancy. Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hau alles raus. Was mit K geht. Beulemann. Nein. Kobilanski. Ich wette, ich habe ihn schon gehört, den Namen. Warum haben wir denn das Ding da noch nicht umgemäht? Kakashi. Kurosawa. Nein, auch nicht werten. Oh, puh, das haut aber. Das, aua, 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 aua. Gar nicht nach Feuer gefragt, eigentlich. Bibi ist nicht Raucherin. Oh, fuck die Scheiße, ey. Das ist ja... Also, dass ich bin ja eigentlich Namensspezialist Nummer 1. Weltbester Namenserrater, Kenner, Benenner und auch Erschaffer. Dass wir hier so jetzt in der Sackgasse stehen. Kaifas ist auch nicht schlecht. Irgendwas klingelt da. Kai. Kasimir hat man ja schon. Ne, aber sowas ähnliches noch. Gibt es auch noch was? Cassiopeia. Cassi. Komplette Leere, was da noch des Namens Repertoire an K-Namen angeht gerade. Quasi komplettes Krisengebiet im K-Sektor. Kalimeo. Alter, was für, wie geil wäre das denn? Kalimeo. K-A-L-I-M-E-O. Kalimeo. I got it. Kalimeo. Kalimeo.
Asimir hatte ich schon, ja. Haben wir noch wen mit in die Rater in die Jury genommen? Camillo. Camille. Camille. Camillo. Camillus. Kamerun. Gab's denn Konstantinopel? Ne, Konstantin hatten wir ja schon. Zählt, weiß nicht. Ja, fuck. Veräppelt's uns, und das ist wahrscheinlich voll der einfache, easy Name. Es war wieder ein genialer Geniestreich von Mr. Happy Pants, und uns auf die falsche Fährte zu führen. Und wir alle kennen den Namen natürlich. Er kennt ihn nicht. Es ist nämlich Kollege. Nee, nicht sowas Asiatisches. Nicht Kaisuke. Kaspian. Kaspian! Nancy hat uns gerettet. No. Kaspian, das wäre, ey, Erich Kaspian. Hätte ich komplett unterschrieben. Cosima? Erich Cosima? Boah, das ist aber auch... Okay, du scheinst nicht richtig untertrieben zu haben. Das 7 Buchstaben. K-E-N-D-R-I-C-K. Kenrick. Ohne D. Koimas. Koimas, ist das ein Name? Oder ist das eine... Oh, last try. Internet, wer auch immer hier am Start ist. Bitte. Nee, warte, wir, einen haben wir noch. Koimas war nach zwei. Was kam denn dann noch? Happy kommt jetzt ja aber nicht hier die Regeln noch im letzten Moment verbiegen. Kann der doch gehen mehr eben rausjauen nach Koimas. Kenrick war aber vor bei 3 und dann war. So, Stream endet hier leider, Freunde. War schön gewesen. War's gut. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Das gibt's doch nicht. Sherlock, Katzenhirsch und Nancy Holmes. Haben versagt. Clemens! Clemens! Clemens. Aber ist auch nicht alt genug. Okay. Happy wäre eine. Meinst, wir kommen auch nicht mehr drauf, wa? Wahrscheinlich, oder? Waren wir denn schon mal irgendwie in der Nähe? So. Schon mal so ein bisschen dieselbe Luft geschnuppert, quasi? Ja, bitte, Öse. Krishan, ja. Nancy hat sich schon eine Liste ausgedruckt. Okay, mit googeln hätten wir es bestimmt geschafft, oder nicht? Wenn ich jetzt google, soll ich mal googeln?
jetzt mit Kai? Da hast du ein bisschen geschwitzt. Ilian? Nee, was glaube ich auch nicht. Ich bin einfach auch nicht gut im Googeln. Finde jetzt auf die Schnelle nichts, nee. Kajetan. Kajetan, das ist ja ein cooler Name. Kajetan. Spricht man wahrscheinlich auch anders aus. Auch mit einem Laut wahrscheinlich. Kajetan. Aber, oder? Oh, Nancy! Okay. Deswegen, das ist der Beweis, deswegen werden wir natürlich auch Nancy, Holmes und Hirsch Watson genannt. Wir waren selbst an diesem wirklich sehr außergewöhnlichen Namen nah dran. Wir hatten ihn auf der Liste. Das bedeutet schon mal einiges. Aber wie cool. Ja, wie machen wir das über Steam oder was am besten? Schnacken wir dann nochmal. Lass dir was zukommen. Ja, vielleicht kaufe ich dir einfach ein schickes Spiel für 10 Euro. Wo ich denke, das sollte Happy mal spielen. Da habe ich auch dann noch Freude dran. Du musstest ja vorselektieren, wenn du Nase nicht schon 5 Versuche zerdeppert ist mit kurzen, langen... Ja, die waren aber alle auch, komm. Und ich war ja schon mit Kai dann, ne? Wir wollen ja jetzt mal sagen, dass das jetzt nicht, dass das komplett useless war. Das war schon sehr fördernd. Wo habe ich denn die Seelen gelassen eigentlich? Da hinten irgendwo runtergesprungen, ne? Waren aber glaube ich auch nur 20.000 Mark. Oh, hier kommt doch großer Drachenmann. Ich meine, Mann, wollen wir hier mal so ein richtiges Multiplayer-Fest abfeiern? Hab ich mal Bock drauf. Ein Boss. Ich glaube, manche Bosse sind auch so geil, wenn du die dann wirklich mit so einer Dreiergruppe machst. Die haben ja auch dementsprechend mehr Energie. Also es ist wirklich gar nicht so weniger... challenge ich immer, weil dann auch immer die ganzen Moves nicht so leicht zu erahnen sind oder wie die kommen und wo die kommen und zu wem die kommen. Finde ich das immer gar nicht so viel leichter mit, also schon, wenn du da einen hast, der halt einfach alles mit einem Schlag wegbamst, dann schon. Aber früher so mit Friends Co-op mäßig war das auch immer großer Spaß. So, wir müssen das machen. Und wir müssen das machen. Jetzt sollten hier nach Adam Feuerriese ein paar Namen aufblitzen. Ja, do that. Heute auch dicke Ladung Haferflocken gekauft. Lass es dir schmecken, Happy. Rücke cool. Boah. 208 waren aber auf. Okay, okay. Gut, dann sei dir verziehen. Sei dir verziehen. Das ist natürlich krass. Aber echt, der war dabei. Kajetan. Kajetan. So, jetzt meinen zweiten Namen raten. Das wird nicht so schwierig. Ich habe ihn vorhin, glaube ich, sogar auch schon gedroppt. Da liegt irgendwie eine Horde Hirsche. Lässt es sich gut gehen. Wie, was ist hier los? Warum ist hier nichts los? Ach, weil ich noch, glaube ich,
Hahaha. Nee. Gar kein Passwort drin. Leute, ey, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ich meine, ich bin natürlich auch relativ low-levelig hier. Ich weiß nicht, wie das ganze System im Genauen funktioniert. Früher war es immer so, dass es sich an der... Oder unterschiedlich auch von den Souls-Games, aber es hat sich entweder immer an der Souls-Stufe orientiert und man konnte dann 10 Stufen drüber und drunter miteinander spielen, wenn man nicht per Passwort oder so zusammengekommen ist. Oder auch, ich glaube bei 3 war es dann die Waffenstufe, das davon abhängig war. Jetzt, wir haben schon Level 100 eigentlich, ne? Ich glaube, mit Neldas waren wir hier schon bei 120 oder so. Ja, 108. Aber ein bisschen enttäuschend, dass hier nichts passiert. Muss ich vielleicht nochmal den Krummfinger anschmeißen? Nee. Ja. Cooles Namensquiz. Gibt auch immer, es gibt so ein Format bei Rocket Beans, das finde ich auch ziemlich cool, die Profiler. Ich weiß nicht, ob sie das noch machen. Wo dann auch immer Leute aus der Community irgendwie so ein paar Infos geschickt haben. Und heirate Leute, die kriegen dann jeweils immer erstmal ein Bild und dann müssen sie, glaube ich, auch als erstes den Namen erraten. Und dann, was sie beruflich machen und kriegen immer so ein paar Hinweise dazu, halt so ein bisschen einschätzen. Oh, und es ist auch noch voll Nebel. Das ist nicht cool. Hallo, Herr Boralis. Borealias. Du hast auch einen interessanten Namen. Nein! Schlecht. Aber wo habe ich die? Warum habe ich die nicht ausgerüstet? Lecker Früchtchen für mein Pferd. Damit es auch in die richtige Richtung fährt. Warum mache ich das eigentlich? Warum zauber ich ihn nicht einfach weg? Ich bin noch Bibi Blocksberg. I forgot. Deswegen. Weil ihm das scheißegal ist, dass ich ihm den dicken Magiestrahl komplett ins Gesicht bratze. Ja, da bin ich dann ein bisschen fokussierter. Ne? Da, kann schon mal vorkommen, dass dann auch der ein oder andere Hinweis wieder hinten runterfällt, aber an sich bin ich da. Was jetzt hier Beschwerden in unserem Detektivteam oder was? Sind das erste... Ist das der erste Streit? In unser... Wie sagt man? Detektei? Ja, ne? Beruflicher Natur natürlich. Da gab es doch ein Feuer näher dran. Warum saß ich denn da jetzt nicht? Okay, der... Ich glaube, ich hatte volle Energie. Ne? Der hat uns echt gewone-hittet. Ich meine, aus so einem Zauber raus war das wahrscheinlich auch ein kritischer Treffer. Kann ich mir gut vorstellen. Aber trotzdem nicht nett. Nicht sehr nett. Vom Riesendrachenmann. So, da oben ist doch eine Gnade. Come on, baby, do it! Mal ganz kurz gucken, ob es jetzt... Vielleicht habe ich auch schon wieder so eine komische Nut. Bist du noch aktiv, oder was? Letztens aufgefallen ist,
hier auch so? Es war auf jeden Fall im Sand so. Fand ich richtig geil. Ja, doch, hier ist es auch so. Guck mal die Fußabdrücke an, wenn man sich seine Schuhe auszieht. Finde ich witzig, irgendwie diese kleinen Details. Mag ich sehr. Was hat die denn an? Für eine schicke Hose. Geht denn hier? Gewichtsmäßig noch klar, die glaube ich, ne? Und jetzt wieder. Little Details. So, also der super Kometenzauber. Eigentlich ist das Ding natürlich geil. Warten Sie noch schnell den passenden anderen Stab dazu ausrüsten. Für den Schadensbonus. For the win. Aber das zählt jetzt auch auf dem Pferd, aber wahrscheinlich. Mal gucken. Oder ich steige doch lieber ab. Ist eh safer. Ist ja immer so ein miesen Supernebel, wa? Dachte ich nicht, dass ich da drin wäre. Ich muss mir die Rovafrucht, wenn ich hier wirklich auf Pferd kämpfen will, ausrüsten. Oh, fuck die Scheiße, ey. Ich war weit genug weg. Das läuft noch nicht so rosig. Bam, bam, bam. In your face. Wollen wir mal ein Auge zudrücken. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Hurra, ich lebe noch. Da 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 da. Schön, schön hinlegen, ein bisschen ausruhen. Drücken wir doch gerne nochmal ein Auge zu. Er ist sauer, er ist sauer. Ich verstehe es ein bisschen. Aber nun hat er seine Ruhe. Nee, doch noch nicht. Jetzt erst. Damn. Bibi's back. Sie hat keinen Dreck an. Stecken Sie es am Checken, wo sie wohnt. Yeah, yeah. Bricht das Eis ein, tot. Das wäre Miyazaki eigentlich zuzumuten. Warum sind hier überall Geisttiere? Kann mir das bitte jemand mal erklären? Vielleicht sieht man hier irgendwann mal bestimmt auch, gibt es eine Stelle, wo irgendwas unterm Eis verborgen ist. Also nicht ein UFO wie bei GTA, aber... Vielleicht irgendwie was Ruinenmäßiges oder ein altes Skelett, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das hier irgendwo finden würde, wenn man danach sucht. Wie eine muskulöse Prostituierte. In der Hure liegt die Kraft. Welcome back. Hast du schon weggesnackt, deine Portion? Weggeatmet.
habe ich auch schon wieder Bock auf Haferflocken. Heute Morgen mal ein anderes Frühstück, mal auch Bock auf Brötchen gehabt und so, aber dann... ich doch ein Jipper. Yippie die Jipper. Wenn sie Jippersen. Der hat auch 100.000 Mark gegeben. Das ist stark. Das Leben. Und holy. Oh Gott, was heißt denn Tränen nochmal auf Englisch? Tier. Holy Tier. Lass dir auf jeden Fall schmecken. So, wir ballern nochmal, glaube ich, echt einen in Kondition, oder? Oder doch in Geist. Oder in Kraft. Nicht, dass der Riese uns auch so schnell entkräftet und mit einem, weil wir sind natürlich rüstungstechnisch immer sehr relativ easy unterwegs. Weiß auch gar nicht, ob die Rüstungslast hier wieder sich auch auf die Zauberzeit auswirkt. Gar nicht getestet. Was heißt getestet? Noch nicht gelesen oder irgendwie gehört oder gesehen. Aber es kann gut sein, deswegen bin ich immer geneigt, natürlich als Magier, nicht nur aus Style-Gründen, auch aus spielmechanischen Gründen, relativ easy unterwegs zu sein. Eigentlich sogar bevorzugt dann bei manchen Bossen vielleicht sogar später wirklich komplett leicht. Weiß auch selber noch wirklich nicht, wie die Nuancen hier sind in dem Bereich von mittlerer Belastung, ob dann wirklich alles gleich ist oder... auch so wie bei Dark Souls 3 ist, dass es sich dann wirklich so in geringen Stufen auch noch unterscheidet. Und dass manchmal das kleine bisschen das große Ganze ausmachen kann. Okay, klang pearly. Können wir wieder ein bisschen auf Shopping-Tour gehen. Echt? Ein Jeeper? Ja, das sage ich sogar relativ. Also nicht häufig, aber es kommt vor. Aber gerade wo es sagst, hört sich es auch komisch an und überlege auch, wann ich es das letzte Mal benutzt habe. Aber es passiert halt so im Stream. Da kommt. Es kommt manchmal relativ ungefiltert alles raus. Ein Jeeper. Einen Heißhunger. Knast. Das warst du doch auch letztens, ne? Der das noch nie gehört hatte. Wenn man so einen oder dollen Hunger hat, dass man dann sagt, ich habe Knast. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich glaube, es ist eher so ein norddeutsches Ding. So, weiter hoch hier, empor. Oder was ging hier noch vor? Da stehe ich nun, ich armer Tor. Warum ist der Mond hier so klein? Weil er hier so wenig Auswirkungen hat? Ah, Sprache ist schon witzig, schon interessant. Was ist so an Dialekten allein natürlich, aber auch so an verschiedenen Begrifflichkeiten im deutschsprachigen Raum, aber halt auch so in Bundesländern oder wie gesagt nach Dialekten, dass alles so aufgeschlüsselt ist und was es da alles so gibt und was es nicht gibt. Ist immer wieder witzig zu hören. Früher, als ich so die erste Zeit irgendwie mit dem Handball viel unterwegs war und dann auch mit vielen Leuten aus anderen Bundesländern zusammenkam und mit denen öfter mal auch länger unterwegs war, hat mich das echt komplett fasziniert. Das war mir irgendwie bis dahin immer so nicht krass bewusst, wie unterschiedlich das ist und wie die Dialekte auch wirklich sich, also so ein Schwäbisch, so ein krasses Megaschwäbisch und so hatte einer gehabt. Da habe ich erstmal komplett nicht verstanden, als ob der eine andere Sprache spricht. So, also ich glaube, was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Können wir doch bestimmt auch nochmal was bekämpfen. Was schnell geht.
Hab mir die Woche auch Softcake Orange geholt, weil ich da mal wieder voll den Jeeper drauf hatte. Gegessen und hatte kotzen können. Bäh, die sind krachsüß. War das schon immer so? Oh, die habe ich auch schon super lang nicht mehr gegessen. Aber kriege ich auch gerade, also weil ich anscheinend generell Hunger habe, merke ich gerade alles, was mit Essen zu tun hat. Erfreut mein Geist gerade. Warum ist der Mond hier so klein? Zwickbad-Fetisch, confirm. Ah, herrlich. 10 Euro für dich, Happy. Attention, please. Was wollte ich denn sagen? Ja, der Mond ist ja in den anderen Gebieten noch wesentlich größer. Deswegen natürlich, nur deswegen. Not other simple thing. So, Riss, komm raus. Kleiner Mann, großer Mann, wer doch immer. Ah, und ich habe meine Trickzauber nicht eingetrickst. Meine David Copperfield Action brauche ich. Ja, du lad dich mal ordentlich auf. Ich habe hier was für dich vorbereitet. No! Er macht Schaden, das kann man nicht anders sagen. Lass mich raus da. Boah, da jedes Mal. Wir brauchen doch ein bisschen mehr Leben, glaube ich. Sonst bleiben wir nicht lange am selbigen kleben. Ah, fuck die Scheiße. Natürlich hat er auch eine Fanta dabei, ey. Wir dürfen nicht uns jetzt nicht mehr treffen lassen. Fuck! Fuckity Faxen! And the fucky fuckers. Live und Konzert. Hol sie dir nicht, okay. Ja, die waren schon geil damals, ne? Wie man auch wirklich echt diese Schokolade und dann dieses komische Orangengelee manchmal freigelegt hat. Und sich das auf den Zahn gelegt hat. War schon eine gute Zeit, kann man nicht anders sagen. Aber das wahrscheinlich wirklich ist es. Das Süßertragungslevel hat sich ein bisschen verschoben. Ich war auch komplett 20 Jahre Nutella abhängig, glaube ich. Ich habe mir jeden Morgen Nutella reingedönert. Kann ich jetzt echt, also ganz selten mal, da mal drauf kann und dann mal schöne Butterstulle irgendwie. Aber wirklich alle 2 Monate jetzt, ja. Sonst ist es heftig. Heftig, heftig, heftig. Ob heftig. Ich kann ja auch am meisten immer noch dieses klassische Waffelgebäck einfach mit diesen verschiedenen Röllchen, Schmöllchen und so. Aber wirklich dann geilen Kaffee oder geilen Tee zu. Beste Keks-Action überhaupt. So, wir machen das wieder so, mein Freund. Einen nimmst du noch und dann gehe ich weg. Machst du dein Gepieke? Ich lade meine Stamina auf. Rolle galant zur Seite und hau raus. Wieder. 4-mal. Und jawohl. Mana-Management. Jetzt passt auf, Leute. Unglaubliches passiert. Ich trinke einen Schluck, bevor ich out of Mana bin. Es ist kaum zu glauben. Alter, das hat doch echt mega Reach. Das sind da fast 4 Meter. 4 Meter bis ein 5 Meter Turm so. Oh!
verkack dich doch mit deinem scheiß blöden Superjump. Ey, kann man den parryen? Jetzt will ich ihn parryen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, die Waffelröllchen mit zart, bitter Hintern, ja. Die unter anderem und auch die Doppeldecker. Und auch der Shit. So, jetzt sollte es aber mal klappen. Aller guten Dinge sind 74, wissen wir ja, aber jetzt klappt es auch schon beim dritten Mal. Dann stellen wir Bibi an den Marterpfahl. Also vielleicht doch nochmal mit dem, aber den anderen zaubern wird er, ich sag's euch. Ha, 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 ha. Tschüss, können wir schon mal sagen. Wir machen hier sogar noch extra so einen kleinen Ground, wo wir... Oh nein, nein. Oh, was kommst du denn jetzt schon? War nicht so geplant. Ja genau, das ist gut. Ne, da weicht aus. Er ist ein ausweichender Ausweichmann. Aber die folgen dir, mein Bester. Das Neueste im Homing-Missile ist. Das Schwert ist aber effektiver, ne? Und wenn die alle treffen, kann ich den auch aufladen? Oh ja, den kann ich auch aufladen, aber aufladen? Hat er schon ein bisschen mit zu kämpfen. But I like the sword more. Sei schwer. Scheiße, habe ich da noch Seelen? Ja, ne? Zum Sammeln. Liegen. Nicht sammeln, nicht springen. Na, näher dran. Na, scheiße, nichts mehr drin. Vergesse ich immer, ey. Ich habe ja in meiner super Arzneiflasche auch noch einen Magie-Boost drin. Ich den mir am Anfang reindöner, wäre ja schon weg gewesen. Blöder Lancelot, ey. Du bist zwar mit der Lanze flott, aber sonst gar nicht mal so hot. Vor 2 Jahren meine Ernährung umgestellt, als ich wieder mit Sport angefangen habe. Nach einiger Zeit hat sich mein Geschmackssinn so hart angepasst, dass eine Schüssel Haferflocken und 100 Gramm Putenschinken eine Königsmahlzeit für mich sind. Süßigkeiten esse ich jetzt richtig selten, vielleicht alle 2 Wochen mal einen Schokoriegel. Ja, ich bin wieder ein bisschen eingebrochen. Bei mir Happy fast dasselbe, also auch nicht so ganz freiwillig passiert. Aber ist auch als sehr positiv empfunden und auch krass, wie sich das alles wirklich schnell umgestellt hat. Oder dann auf Dauer auch so massiv. Aber in letzter Zeit doch wieder ein bisschen viel mehr, oder was heißt viel mehr, öfter Süßigkeiten als wirklich eine Zeit lang habe ich da auch komplett verzichtet. Ja, aber jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen besser. Das heißt besser. So, können wir den jetzt mal hier schaffen? Ich will eigentlich zum Feuerriesen. Ich habe nämlich schon richtig Bock da oben. Wartet, nee, da oben ist er nicht. Wo ist er denn? Irgendwo da oben, doch. Schon richtig Freude. Noch. Bis er uns wahrscheinlich ein paar Mal seine dicke Salatschüssel auf den Kopf geballert hat. Aber vielleicht geht's ja auch mit der Magie irgendwie ganz gut. Aber vorher diesen Dude. Das sollte schon möglich sein.
Ah, Schwert ist echt das Mittel der Wahl bei ihm. Nicht so easy, ich weiß nicht, warum ich so... Na, okay. Gut, wenn er dann einmal da durchrollt, dann muss man aufpassen. Na, schlecht. Nein, nein, nein! Da war's wieder. Das fehlende Mana-Management. Fuck die Scheiße, ey. Ich bin zu blöd zum Kacken! Ich könnte mir gerade die Finger abhacken. Mich ordentlich abfacken. Ey, Scheiße. Ein Versuch noch, dann kurze Pause. Test to be perfect. Too many people. Bei mir war es vor allen Dingen auch die Getränke, ne? Das war auch das Krasse bei mir. Ja, auch viel von Zuckerwasser ernährt und dann auch erstmal komplett auf Tee und so umgestiegen. Und das ist jetzt auch so krass. Also, wie süß einfach manche Getränke sind, die ich früher mir einfach so kiloweise hinter die Rüstung geschüttet habe. Und was man sich da auch alle mit kaputt machen kann, Leute. Haut euch nicht so viel, gerade getränkemäßig auch. Da merkt man nämlich gar nicht, wie viel man sich da reinschlonzt. Oh, ey, schlecht. We need this range, yeah. Da immer raus aus meiner Kombo, der alte. Mag der. Eine Vierer-Kombo schaffe ich noch mit der Mana, ne? Boah. Penner! Ich darf auch nicht nach hinten rollen. Warum rolle ich nicht an ihm vorbei? Vorbei, bei Rollimond. Ich bin vorbei. Hi, hi, hi. Das Problem hatte ich weniger, aber ich habe viel Tiefkühlschmutz gegessen, der Freund. Mein Trainingsplan geschrieben hat, nennt mich heute noch den Gulasch-Günther. Okay. Ja, 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 das war natürlich, das ist natürlich auch. Es ist einfach ein komplexes Thema, ne, wo man gerne auch ein paar Ratschläge einholen kann. Aber ich habe schon immer viel, viel Nudeln und Rice mit Scheiß und so. Das ging eigentlich dahingehend. Da musste ich mich nicht großartig umstellen. Wie gesagt, Getränke war für mich echt das Schwierigste. Quasi der krasseste, das war richtig entzugmäßig, glaube ich. Wie arrogant er manchmal angestarkt kommt, ne? Nein, deswegen hat er es verdient, hier aus dem Verkehr genommen zu werden. So, wir haben gelernt, rollen nicht mehr nach hinten. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Oh, fuck die Scheiße. Warum erwischst du mich da? Ja, schon alle. Nein, bei mir auch! Ah. Schlau wie Schlaumann am Start. Alles cool. No problem.
Everything under control. Und dennoch. Danke sehr. Bibi. War zu schwer gewesen. Wikes. Ach, das ist Wike. Genau, über den hatte ich letztens schon ein bisschen was gelesen in den Zaubern und bla und fand das so interessant. Das war Wike. Und dann hat man so Nieper, ja, aber dann findet man auch nichts mehr, weil alles nur noch süßer geworden ist. Ganz vorsichtig sollte man beim Hinweis neue verbesserte Rezeptur sein, aber ich bin auch früher schon so gewesen, dass wenn man mal was Süßes, es dann auch nicht zu süß sein darf, auch Kuchen und so, habe ich noch nie gemocht, wenn der so krache süß ist. Wenn ich backe und mir Rezepte mache, dann mindestens die Hälfte an Zucker weg. Echt? Okay, naja, da ging bei mir früher einiges auf jeden Fall an Süßnis rein. Ja, verbessert er. Also diese ganzen Marketing-Tricks, ne, kannst du halt eh zu 98% in eine Tonne kloppen und das Gegenteil daraus lesen. Ja, ja, das ist schon auch ein hinterlistiges Biss. Was natürlich versucht, die Sachen an den Mann zu bringen und die Kohle zu scheffeln. Da sollte man gewiss sein und na, bewusst damit umgehen. So, auf zum fiesen Reason. Oder Schloss Sol. Stand natürlich auch noch jetzt auf der Tagesordnung. Warum habe ich denn die Karte hier verpasst? Checken wir nochmal schnell aus. Und dann machen wir eine kleine Pause. Dann ist Bibi mal kurz raus. Vor die Tür. Ist das ein goldener oder? Ja. Weil ich hier noch gar nicht lang bin. Okay. Stehen wir. Immer. Immer. Verwirrend gerade ein bisschen. Noch so ein Turm, das heißt ja noch ein Speicherplatz, ne? Brauchen wir noch einen Speicherplatz? Wahrscheinlich, vielleicht ist da natürlich auch noch ein Zauber drin. Sollen wir vielleicht doch nochmal vorbei sneaken oder wir markieren uns das einfach mal alles? Ich habe ja noch keine Karte. Und dann, wenn wir sehen, wir haben bei Boss ein Problem, dann gehen wir nochmal so ein paar Dinge ab, die wir dann markiert haben. Wo wir noch die Hoffnung haben, dass wir da noch ein bisschen stärker werden. Ich glaube, das machen wir so. Gehen erstmal straight forward und wenn wir merken, wir haben richtig dicke Probleme, dann gehen wir zurück. Okay. Cool, Leute. Das war ein sehr lustiger erster Part. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Wir machen einen kleinen Break. Ich habe einen kleinen Jeeper gekriegt jetzt. Ich brauche irgendwas. Bis gleich. Feuer, komm, es bei Schaden sei, mein, la, 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 la.
for me right upon the second sight. Why my oh my, was my hand singing to me in a tone of very high and saying, don't you wanna boy? Come on me and the trash can, me know what you like, boy. La 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 la. My tiny eyes, me come before you, got me special desire. My oh my, little la la la. Shine a rise up. Me coming for you, coming special desire. My oh my, little la la la. You know what me. Yeah, yeah, welcome back. Ich habe 105.000 Mark. Das ist schön, aber auch ein bisschen riskant. Gerade erstmal schnell einen Joghurt reingeschaufelt. Und einen schicken Apfel. Das muss erstmal reichen. So, wir machen uns jetzt, ich würde sagen, schon einmal noch auf. Und da kommen wir Richtung Schloss Zoll. Kriegen die zweite Medaille. Das ist gar kein Turm, ist das Schloss Zoll? Nee. Da ist das Schloss. Wo ist denn eine Gnade? I need a Gnade. Kommen wir hier außen rum und da so zum Schloss Zoll? Oder wie kommen wir da hin? Geht das? Kommt man hier hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Anders müssen wir dann hier irgendwie drauf, ne? Und da über diese ganzen Geschichten und hier rüber und dann kommen wir da runter, ja. Dann müssen wir wirklich einfach diese Richtung einschlagen. Wo war das gewesen? Freunde. Gibt's da gewesen? Wo war das gewesen? Gar nicht richtig aufgetankt hier, warum nicht? Why? Why, why, why? Wie sehen gibt ihr denn? Ja, also schön gegen Zaun schießen, sehr klug. Komm, Kopftreffer bitte. Danke. Wie viel waren das? 3000, ne? Nee. Ach, 3000. Ordentlich. Die brauche ich zum Aufleveln 70 Teile. Ne, macht keinen. Bin großartig. Sehr gut. Cool, cool, cool. Können wir hier erstmal ballern.
Sit down, please. Ich wollte auch noch mal gucken. Wo das mit den Ruzeln von Nancy war, das interessiert mich doch nochmal. Wir haben leider den Chat hier ganz schön vollgeballert. Das so auf die Schnelle gar nicht mehr finden tue. Mal in Ruhe gucken. So, dann bamsen wir uns jetzt hier glaube ich auch mal durch. Können wir vielleicht sogar mal ein Geistchen beschwören. Kleine Geistelein. Vorsicht ist wahrscheinlich geboten, dass ich hier nicht in einen Hinterhalt tapse. Diese Dornenzauber. Das haben wir nicht gewettet, Freundchen. Den mit einem von denen weg wahrscheinlich. Also ein bisschen rentabler, was den Mana-Verbrauch angeht. Oder mit einem aufgeladenen von denen natürlich auch. Da legen wir ja ruhig die ganze Mannschaft mal auseinander. Oh. Schnatzen, was, Bibi, was stehst du da in der Ritze? Boah. Der ist aber tanky. Mr. Tankman. Bring me some back. Schlau. Sehr schlau gewesen. Doppelt schlau. Ja, zum Glück noch. Den Smaug-Move macht da, ey. Schade, ich hab fast damit gerechnet, den mit zu erwischen. Komm her, wir sind noch nicht fertig hier. Nicht aufgeladen, aber ein Topf. Shit. Safety heal and finish him. Er kann auch ein bisschen was ab. Gestern hätte sich noch gefreut, wenn wir im Chat los gewesen wären. Habt ihr die Antwort gesucht und nochmal schnell dahin probiert? Was? Ich bin in der DDR noch geboren. Meine Eltern kommen aus Thüringen und MacPom. Das, was ich mit Amerika zu tun habe, ist eher so nah wie der Nord vom Südpol. Okay. Direkt gegenüber, ne? Vis-à-vis. Dann auch schon wieder seine Nähe. Hast du aber quasi die Wende, sagt man das so, ja, ne? Die Wende. Hast du die schon aktiv miterlebt quasi, also so richtig? Oder warst du noch zu litsch?
War mal ein spannendes Thema, wie die Leute das so erlebt haben. War eine super nette Kollegin auf der Arbeit. Ich stelle mir mal vor, dass wenn man das so als, weiß ich nicht, 10- bis 14-Jähriger, wo man das schon so greifen kann, aber alles auch noch so übergroß ist irgendwie, dass das einen ganz schön flasht, wenn man das so miterlebt hat. Was, wenn du sagst, lass mal in die Eisdiele direkt gegenüber, ist ja auch nur ein Katzensprung dann. Selbe Logik. Logikmann Erich. Ich habe die Wende sehr aktiv miterlebt. Dann habe ich, mit 30 gekommen. Uhu. Scherzen aufgelegt heute. Gefällt mir. Ich habe die Wende aktiv miterlebt. Dann habe ich eine Brille für meine Weitsichtigkeit bekommen und bin nicht mehr so reingerannt. Kann ich mir gut vorstellen, Nancy. Er hat bestimmt mit dazu beigetragen. Never underschätze the Karma. Ich höre doch was funzeln, was glitzern. Leute, wo? Als ob es hier direkt um meiner Nase ist. Hä? Oh, ja, habe ich auf jeden Fall auch letztes Mal übersehen. Mal gucken, ob das ein bisschen was verrät über die Boys. Where is it? Ansturm des Prälaten. Rammt die Waffe im Blablabla zur Verwendung. Okay. Muss man auch nochmal alle ausprobieren, da habe ich auch noch längst nicht alles gecheckt, was es da noch Gutes gibt. Da gibt es bestimmt noch so einiges. Sind wir hier schon an Schloss Säuran? Nee. Und das hier. Und wo ist die Karte? Karte, Popate. Was ist denn das für ein Schlösschen? Warum bin ich denn da nicht reingekommen? Reingegangen. Bin ich einfach nicht reingegangen. Ha! So was Ignorantes, Bibi. Da rannte sie schnell wieder hin. Rannte Popante. Nennst du denn noch einen Zweitnamen? Mit Kontrastschwäche kann man wenigstens nicht rassistisch sein, ne? Ist das die Lösung für das Übel? Oh! Gott! Komplett unterschätzt und nicht ernst genommen hier, die ganze Chose. Die Kommentare, die gefallen mir heute sehr, sehr gut im Chat. Das sind die besten Kommentare ever hier. Ja, Leute, bei mir ist es die Kurzsichtigkeit auf jeden Fall. Und es war auch. Wie lange ist es jetzt her? Na, doch schon 8, 9, 10 Jahre vielleicht. Aber ich bin auch 10 Jahre komplett blind durch die Gegend gelaufen, glaube ich. Das war super krass, als ich dann die Brille das erste Mal auf hatte und auf die. Quasi auf die HD-Welt losgelassen wurde. Ich habe echt eine halbe Stunde gebraucht, um irgendwie einigermaßen
von dem Flash runterzukommen. Ich bin echt so ausgerastet. Schon immer gedacht, ah, ist ja so ein bisschen unscharf jetzt am Fernseher und so. Ich muss meinen Fernseher schärfer machen, aber ich muss näher ran oder so ein bisschen. Vielleicht bräuchte ich eine Brille, ganz eventuell könnte es mein Seherlebnis doch ein bisschen besser machen. Und so ein krasses Aha-Erlebnis dann beim Optiker und wie gesagt, dann als die Brille ready war und ich. Unglaublich. Unglaublich. So, ein bisschen Concentration hier on the Nation. Mal nicht, ein guter Herr. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr vorsehen hier. Vorsehung ist angesagt. Ja, manche Leute ohne Kontrastschwäche mehr Probleme. Hat das was mit der Anzahl der Zapfen zu tun? Linien oder so sind etwas schwammig und das dann eben auf alle Entfernungen. Ich sag immer, kicken kann ich gut, hab nur nicht. Nur ein Knick in der Optik. Okay. Aber das kannst du auch mit quasi einer normalen Brille wieder korrigieren. Oder musste da irgendwas gelasert werden oder gefasert? Was ich mir auch echt fies vorstelle, hat auch ein guter Kumpel von mir. Wie nennt man das dann nochmal, wenn man Rot-Grün-Schwäche, wenn man die beiden Farben andersrum sieht. Auch beim Zocken allein immer, ne? Schon so ein Problem gewesen immer bei uns. Das heißt Problem, aber müsste man halt immer drauf achten und für ihn halt war es halt manchmal schon, glaube ich, ein Problem. Habe ich immer sehr mitgefühlt. Mein Tag komplett blind ist natürlich noch 10-mal beschissener, aber so an kleinen Sehschwächen, von denen wir hier sprechen. Ah, okay. Ich habe eine Brille mit 0 Dioptrien. Bei mir ist es die Sphäre, die da einen Wert hat. Okay. Nancy hat keinen zweiten Namen, hätte nur beinahe anders geheißen, weil ich dann noch einen anderen Namen war, den meine Mutter gut fand. Der war auch komplett gegensätzlich zu Nancy oder so ähnlich. Ich habe noch einen dritten, aber dann könnt ihr bald meine Geburtsurkunde fälschen, also bleiben wir bei 2 Namen. Ja, ist dann safe, ne? Dann noch das Geburtsdatum und wir dann noch die Personnummer schätzen sollen, dann geht das dann irgendwann zu weit. Verstehe ich. Mit Grünschwäche sieht man nicht die Farben unbedingt andersrum, sondern eher als Grautöne. Hat der eine Kumpel von mir auch an der Ampel dann immer. Ja. Genau, also einfach, ne, schwierig das zu unterscheiden. Also so blöd sich das, ne, oder so anhört, aber es ist, glaube ich, öfter ein Problem, als man denkt. Komplett anders, okay? Sieglinde. Ja, meinen Zweitnamen habe ich ja vorhin schon gedroppt, ne? Da, glaube ich, gehört. Ja, schön, komme ich hier irgendwie nach oben, Leute? Dann Fahrstuhl irgendwo gebaut. Vielleicht. Rolltreppe. Treppenlift. Ja, ich nehme alles. Auch eine Leiter. Kann ich nicht wechseln? Bitte schön einen Leiterplansch machen.
Komm, gib mir eine Rune. Ist das ein Mensch hier oder ist das eine Ratte? Woran nagt er oder trauert er? Menschlich. Leiter. Leiter, Leiter, Leiter. Bin hier mich gekommen? Nee. Die nehmen wir doch noch mit, eine schicke Rooney. Alle noch am rumnagen. Ja, wie bei Euro war. Ich glaube, es war aber auch ein bisschen, dass er das auch so ein bisschen andersrum, also oder so vermischt und dann aber eher rot als grün gesehen hat und grün als rot. Losty lost and the losty lost us. Leiter gewesen. Hier. Komme ich jetzt nicht nur da auf die Ebene, ne? Ne, ganz hoch. Ja, das war auch nur Spaß. Also gegensätzlich. Sollen wir mal raten, ja, Nancy? Wie wollte Nancys Mama... Ach, das ist auch so ein... Stehe! Ist ein roter Rotmann. Kriegt ihn nicht gebackstabbt. Machen wir es lieber so. Okay, aber wir brauchen, glaube ich, auch, damit wir erstmal nicht hier eine halbe Stunde im Freien fischen, den Anfangsbuchstaben. Please. Und dann natürlich mit Happy zusammen, auch bekanntes Ermittlerduo. Schon viele Fälle gelöst gemeinsam. Sollte das auch mit 15 Versuchen erledigt sein. Maximal Happy, ne? Maximalsten. Darüber? Ja, so gar nicht. Kann doch nicht sein. Bin ich schon wieder komplett blind. Darüber bringt uns ja auch irgendwie nichts. Hier schon irgendwas Tolles eingesammelt? Ich glaube nicht, oder doch? Kann sein. Ich bin mit dem Regen-Chat natürlich beschäftigt, aber... Ich meine, hier war da nichts gewesen. Zickzacke Besen. Wieder nichts gewesen. Ne. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach Schloss Solly, Solsen. Hier noch, warte mal. Warten Sie. F. Team Katzenhab ist am Start. Jawohl. Wie viele Buchstaben? Katzenhab. Wenn ich Katzenhab, ist Katzenhab. Deutlicher Unterschied.
8 Buchstaben. Oder 6, mein Chat ist schon wieder verschwommen. 8 Buchstaben. Mit F. Und keine Franzi, keine Franziska. Okay, Happy, erstmal ein bisschen. Also. 3 Jahre bei der Wende, also Mitte 80er geboren. Haben wir jetzt schon mal. Das 9? Ja, das sind 9. Okay, Frederike ist schon gut. Ganz anders als Nancy. Kein Versuch. So in Richtung Fiona irgendwas. Feline. Irgendwie sowas vielleicht. Feline, wie viel hat Feline? Feline. Versuch. Feline. Felicitas. Ne, das sind mehr. Nicht. Ja, nein, in Richtung Fiona. Ne? Wir müssen ja mal wieder so ein bisschen kategorisieren. Sparten bilden, Sparten ausklammern. Kennst auch unser System. Hat sich lange bewährt bei vielen Fällen. Wir müssen unser Schubladendenken aktivieren. Warum lege ich mich gerade hier jetzt eigentlich wieder mit den Typen an? Hat das irgend... irgendein Fort für mich? Nein. Ne, Feline, habe ich gesagt noch. Feline. Feline war gültiger Tipp. Stimmt, es sind nur 7. Mit Doppel-L. Feline. Da haben wir die Korde. Da sind die Reason. So, lassen wir mal kurz den Pfeil zu wenden hier. Akte 23. Nennt sie. Mö. Felicita. 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 Oder am Rationen, ne? Im Auto vielleicht. Oh, ey, man denkt man im ersten Moment, ja, fallen mir bestimmt 500 Namen ein, aber es ist doch wieder relativ... Oh, Mr. Happy Pint. Du hast es. Ich setze auch auf Fabian. Doppeltversuch, Fabian. Sind das 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Bester Mann. Error. Nee, es sind 7. Ich vor lauter Freude meinen Stuhl kaputt gemacht. Got it. Also, sofort, als ich das gelesen habe, war es klar. Zack, gelöst. Gut, ich mich hier immer mit den Lorbeeren anderer schmücke. Super Team, Happy. Wir lösen jeden Fall. Gar kein Problem. So, jetzt doch mal auf... Ne, nicht zum Feuerriesen. Wir sind auf dem Weg erstmal. Genau, jetzt können wir hier nochmal gucken. Übeln wir uns hier überall durch? Ne, warte mal. Scheiße. Hätte ich hier schon abbiegen müssen?
Leon, dann kommen wir hier rüber. Doch, ist richtig, ne? Nee, das war der Anfang. Scheiße. Kommen wir denn da oben drauf? War das auch irgendwie mit Geheimtrick 2000? Oder war es hier einfach hier rumreiten? Hier unten und dann so hoch? Ja, ne? Okay, dann suchen wir uns jetzt nochmal eine Gnade und gehen dann nochmal da Richtung Schloss Zoll. Nehmen vielleicht nochmal den einen oder anderen kleinen Riesenmann mit. Ich habe natürlich schon wieder nicht... meine Zauber mal einstudiert. Ich dachte, wir ballern nie mehr weg. Aber der staggert auch nicht, ne? Der Zauber, das ist die Scheiße. Das war auch ein Bingo-Volltreffer, absolut. Wenn die mal irgendwo gegenballern. Wow. Shit. Ja, hat so ein bisschen mehr gepunkt. In der Zusammenarbeit. Schneller, effizienter. Nancy bedeutet die Begnadete. Gott war gnädig, Alter, ey. Dann bist du ja hier im absolut richtigen Spiel gelandet. Liebreiz, anmutige, gnädige. Passt auch nicht wirklich besser als Fabienne. Die Edle. Aber Fabienne ist aus einem ganz banalen Grund raus gewesen. Meine Geschwister hatten Namen mit 5 Buchstaben auf YN und da passte Nancy rein und Fabienne nicht. Die Nancy, die ich gekannt habe, hat bei McDonald's gearbeitet und geglaubt, dass sie rappen kann. Die Anmutige war sie. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, aber erstmal jetzt Team Seelen zurückholen, bitte. Please, please, do it, Bibi. SOS, SOR, save our wounds. Sind wir vorbei an hier, Johnny Johnson. Aber da liegt noch ein lila Item, ne? Wo ist die Kette? Kette geben hier. Habe ich das echt nicht angezündet? Bin auch manchmal zu. So, beim nächsten Mal kümmern wir uns auch nochmal ums Zauberstudium und werden mal ein bisschen was Neues einstudieren. Ich glaube, das ist fast besser bei dem, weil er gestaggert wird. Und da kriegen wir Kopftreffer hin. Beigeflitzt, angeschwitzt und reingeschmitzt. Oh, er kriegt noch einen mehr. Will er haben. Haben wir alle. Die geben nur 3000 Seelen, das ist nicht viel.
So, an die Gnade und dann nochmal zurück da Richtung Schloss. Toll. Das soll jetzt so schön sein. Wasser am Zahn auf einmal. Kommt das her. Einmal Wasser absaugen, bitte. Wasser, Wasser, Wasser. So, hier dann mal zur Rechten vorbeireiten und gucken, ob wir da hinten hochkommen. Sollte ja. Könnte, sollte, hätte möglich sein können. Dürfen. Happy, wissen Sie das noch zufällig? Aus dem FF. Wenn man hier hoch zu Schloss soll. Also hier rum und hier hinten an der Hütte irgendwie hoch. Irgendwie, es war dann doch irgendwie viel banaler. Ich habe mich beim ersten Mal nämlich auch ein bisschen gerätselt, wie es da hoch geht. Ich will gar nicht wissen, was Alois hieß, ne? Erik ist ja auch, ne, irgendwie auch echt schon richtig, keine Ahnung, gibt's nicht auch wirklich eine irgendwie berühmte Wikinger, der Erik, ich meine, es gibt den doofen Film Erik der Wikinger, der gar nicht doof ist, der cool ist, aber der natürlich albern ist. Irgendwie so im Hinterkopf. Gab es da nicht auch schon so einen ganz alten, berühmten Erik? So, gucken wir nochmal. Gibt es hier einen Fahrstuhl? Nein. Gibt es hier eine Höhle, durch die wir irgendwie nach oben kommen? Nein. Dann doch nicht so. Shit. Dann mal los. Da kommen wir hoch. Ah, da kommen wir hoch, da kommen wir hoch, da kommen wir hoch. I got it. Nice, nice. Wir haben eine Steine. Und... Hier oben sind dann auch irgendwo diese komischen Riesenskelette, die immer aus dem Boden kommen und einen komplett wegficken. Ich glaube, das ist sogar hier jetzt. Ja, das ist hier. Oh, oh. Da müssen wir einfach durch oder da runter dann zum Schloss. Was machen die? Warum sind die so oberfickerig? Da oben bin ich noch nie hingeritten. Probier es jetzt mal. Wir haben ja nur 60.000 Mark. Ja, oh, viel Spaß! Auge der Bestie zittert. Eine Zittermeier-Bestienauge. Heißt, hier ist wieder irgend so ein Totenfahrer. So ein Paddler. Ruhe. Sehr gut. Na, da geht's noch zu diesem Turm. Und einem alten Erdenbaum. Einem abgehackten, abgeholzten. Ob da auch noch ein Wächter sich rumtreibt. Minuten haben wir noch ungefähr. Was schaffen wir da jetzt noch am besten? Sowas, ne? Aber ich wollte doch den Super-Mega-Zauber probieren. Bleiben Sie nochmal da hinten, bitte. Warten Sie kurz. Ich habe nämlich noch nicht andere Zauber einstudiert. Genuss, ein Genuss. Ach. Ach. Zu
Zwillingstime. Nee. Schwören können, dass ich bei dem ersten Schlag eigentlich gut war mit der Rolle. Aber es hat wohl keine Rolle gespielt für das Spiel. Habe ich denn hier meinen Schuh kaputt gemacht? Missing Schraube. Ah, mal ja gescheckt. Danke. Danke für den Rat. So. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 60.000 Mark können wir, glaube ich, jetzt schon mal langsam Abschied von nehmen. Richtung. Ja. Wir müssen wieder an diesen Riesenskeletten vorbei. Das hat eben gerade überraschenderweise gut funktioniert. Letztes Mal war das irgendwie unmöglich. Für mich, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie nochmal gepatcht haben. Vielleicht war ich aber auch zu Fuß unterwegs. Damals. Vorbei an der ganzen Sippe. Und wieder zum Fahrstuhl. Bitte Etage 3. So, jetzt kommt's drauf an. Einmal gutes Skelett-Slalom, bitte, Bibi. Oh, shit, shit, shit. Doch. Also, wenn ich den Zauber von denen abkriege, bin ich, glaube ich, weg halt sofort. This is the problem. Oh, shit. Und so ein Schlag haut auch ordentlich rein. Diese Schnecken sind richtig scheiße. Da ist der Strahl des Todes. Und ich hab Glück des Todes. Noch. Noch, noch, noch. Ja. Habe ich so wenig Heilung? Habe ich mir schon so viel reingedönert? Hier sind doch eben keine rausgekommen. Das Glück ist mit den Tüchtigen. Bibi, yeah. Go. Ist es möglich? Kriegen wir unsere 60.000 Steine doch noch zurück? Niemand hätte damit gerechnet. Ich Martina. Denn hier doof gestorben gerade? Achso, an dem Baum. So, ist hier nicht irgendwie was, was uns den Respawn erleichtert? Eine Knorde oder eine Marika? America. We're the kids of America. Oh. Ja, wie gut. Was kann man für ein geiles Video machen? Da verstanden den Twist. We're the kids of America. Und dann irgendwie lustiges Video mit den ganzen Kindern von America machen. Geil, wie sie immer so seitlich zaubert. Bam und zack. Als ob sie gar nicht
ihre volle Konzentrationspower braucht. Einfach so. Bam! Könnte natürlich mal. Oh, wir haben ein Pferd oder so. Natürlich auch ein Geist hier zur Hilfe rufen, wenn der hier schon so rumschummelt. Und weg. Natürlich ein bisschen scheiße. Weil ich erstens keine Heilung mehr habe. Und zweitens hier nicht zum Respawnen ist, ne? Das, obwohl es ein Rollenspiel ist. Mist, weiß ich nicht mehr, worauf das bezogen war. Was hätte es da nicht zu verstehen gegeben? Steht nicht. Aber wie dumm, ey. Was, warum gibt es da nichts zum Respawn? Kann doch nicht sein. I oversee something. Klamkling. We're the kids of America. Oh, we're the kids of America. Oh. Happy, aber das mit dem Spiel machen wir so, ne? Hast du Dorfromantik? Schon davon gehört, gesehen? Du kennst ja eigentlich jedes Spiel auf Steam, glaube ich. Bei deinen lustigen Anspiel-Sessions, glaube ich, fällt nicht viel unter den Tisch. Also allein, was auch die Sichtung angeht und so. Das kennt man wahrscheinlich auch schon und hast du wahrscheinlich auch schon. Das wäre das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Okay. Okay. Ah, wie nice. Und magst du? Hast du gespielt? Ich wollte es mir eigentlich auch schon die ganze Zeit holen. Ist aber noch nicht getan. Getan, getan, getan. Für die, das, also für Bibi ist es eh uninteressant, aber wen muss man denn hier umbringen für das Auge? Das wäre mal interessant. Ich sehe ja keinen Fehler. Oh, Seelen, Seelen, Seelen. Ich will dich zurück. Es ist doch nur noch ein Stück. Bis zum Glück. Denn Bibi sucht das Glück. Auf der Suche nach dem Glück. Gibt ihr doch nur ein Stück. Badibadubada. Babadabadubadi. Schnappen da badubaza. So, wie gehen wir das jetzt an? Machen wir mal. Holen wir uns eine zweite Bibi. Und wieder keine Zauber eingestudiert. Ey, was ist nur los? What is los? Weil ich hier echt nicht wieder hin will. Da hinten liegen auch meine Seelen, oder was? Ja, scheint so. Let's do this. Bibi 2, los geht's. Boah, super gemacht, Bibi 2. Nicht mein Mini-Me, sondern mein Bibi-Bee.
Ja, gut, BBB. Können wir hier nämlich auch mal so eine Action machen. In Ruhe. Wenn uns hier keiner stört. BBB ist gleich weg. Wie wird man jetzt los? Schon vorbei? Doch gerade ist angefangen mit Zauberei. Sehr zu empfehlen als entspannendes Game für zwischendurch. Ja, semi-sponsored, okay. Nee, ich find's auch, also, ich glaube, das ist auch voll nice. Was ich da gesehen habe, hat mir sehr gefallen. So ein kleines Strategie-Wuselspiel brauche ich eh unbedingt mal wieder. Habe auch so einen Entwickler oder einen Beitrag gesehen bei Game 2 war das, ne? Von Rocket Beans. Die dann auch bei den Entwicklern waren und die waren auch ultra sympathische Dudes. Von daher kann das Spiel nur schön sein. Und gibt es hier noch was Schönes? Abzugrazen. Ja, wenn man so die Ruhe hat, ne, diese ganze Magie-Power auszuspielen. Oder den Skill hat, da das nötige Movement zu haben. Dann ist es natürlich crazy mit der Magic. Ein paar stinkende Kobolde hier nur. Sind das Kobolde? Für mich sind das irgendwie Kobolde. Schöne Türmchen, wie komme ich denn zu dir rüber? Da hinten rum. Den Hundis vorbei. Nein, eigentlich haben wir genug Zauberplätze, aber vielleicht gibt es da wirklich noch anderen geilen Magie-Scheiß. Obwohl es natürlich dann auch bei... In dem Schloss... Nee, da gibt es das nicht. Nee, gar nicht. Erzähle Mist. Hören Sie bitte nicht zu. Bitte hören Sie weg. So, Freunde, so langsam aber sicher muss ich dann doch mal leider zum Ende kommen. Ich dachte heute, der Feuerriese wird auf jeden Fall noch nicht gelegt, aber auf jeden Fall konfrontiert mit Bibis Macht. Aber das müssen wir uns dann für heute Abend aufheben, wenn alles soweit cool ist. Dann bin ich bestimmt heute Abend nochmal am Stissel. Pizzle. Ja, hier ist ein schönes Plätzchen. Macht sich Bibi gleich ein Iglu. Legt sich rein, macht schön Bubu. Bibi macht Bubu. Und wir haben 136.000 Mark noch. Das sollte ich auf dem Schirm haben beim nächsten Mal. Mal ganz kurz hier. Noch kein Iglu bauen. Captain Iglu. Kommt gleich hier hin. Hier ist eigentlich noch schöner. Schönen Ausblick auf den Turm. Ja, crazy da, ne? Mit den ganzen Skeletten. Kann man die überhaupt irgendwie wegmachen? Stimmt. Dann gibt es da auch eigentlich das Auge des Todes als Belohnung. Ach, dieses Spiel ist einfach so. Ein Traum. Ein Traum in schön. So, Bibi bedankt sich auch, Leute, fürs Dabeisein. Für den großen Spaß hier heute im Stream. Und ich mich erst recht. Leute, macht's erstmal gut. Habt noch einen schönen Tag. Einen schönen Morgen, wenn ihr das auch immer schaut.
Aber ihr ganz besonders. Ihr 2, 3, 4, lustigen 5. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich. Ich gehe mal hier rüber in das Gestüber und sage, Leute, passt auf euch auf, hauen sie rein und tschö mit Schmö. Ja, dann ihr drei auch, macht es besonders gut. Hauen sie rein. Bei mir steht immer nur ein Zuschauer in der Statistik. Keine Ahnung, ob das gedamaged ist, aber ist ja auch egal. Es ist auch nicht so wichtig. Ja, gerne. Bis dann. Macht es gut. Liebe Leute. Bis dansen. Schmensen.